Ja, Mittelleute und herzlich willkommen zurück auf unserer kleinen Achterbahn der schlechten Lebensentscheidungen und der Schlachtabfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um den Alt Schauerberg. Wie jedes euch Leute, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich war jetzt ein paar Tage weg. Ich habe ein paar Sätze dazu in meinem Community-Bereich geschrieben, aber ich gehe mal davon aus, dass es das lange nicht alle lesen werden. Deshalb, bei mir hat mal ein bisschen das echte, wichtige Leben ein bisschen äh, Aufmerksamkeit gebraucht. Das ist ja auch mal ganz nett. Ähm, Mittwoch, Mittwoch war es spät. Donnerstag hatte ich keine Zeit und jetzt von Freitag bis Sonntag war ich, habe ich einen kleinen Kurzurlaub gemacht. Ich bin mal wohin gefahren, habe ein paar Leute getroffen, die ich lange nicht mehr gesehen habe, habe mich sehr gefreut. Wir haben uns selbstverständlich an die in diesem Bundesland geltenden Corona-Regeln gehalten und dann haben wir nett gegessen, nett getrunken und vielleicht, nur vielleicht, hat euer Metzger eine Runde Bierpong gewonnen. So. Von daher, ja. Und dann komme ich nach Hause so am Sonntagnachmittag und ich denke mir so, hey, wie viel kann ich schon verpasst haben? Und dann mache ich YouTube auf und dann sehe ich, oh, ich habe ganz schön viel verpasst. Und deswegen dachte ich mir, es ist, es ist mir nicht mehr möglich, irgendwie zeitnah das alles aufzuholen. Das ist jetzt auch schon alter Käse. Deswegen habe ich mir für heute mal ein ein etwas anderes Format ausgedacht. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz so Newstickermäßig durch die Videos durch, die ich jetzt, ähm, die ich jetzt verpasst habe. Sag noch mal eben schnell zwei Sätze dazu, was, was man davon zu halten hat und, oder wa was ich davon halte. Es ne? kann ja jeder davon halten, was er möchte. Und dann gucke ich mir noch was Aktuelles an. Wie wäre das? Hä? Und jetzt gehe ich mal hier und stelle mal den Fuchtler wieder ab. So. Herzlichen Dank. Ich gehe mal, äh, geh mal eben kurz durch und währenddessen ändere ich hier immer ein bisschen, bisschen die Videos ab, dass ihr immer gerade ähm, was, äh, was Aktuelles da habt. Was ich verpasst habe: 25. Januar. Äh, Drache Comments 26, 50 Fakten über mich. Ähm, Rainer wollte mir wieder ein Kommentarvideo machen, weil das in den in letzten Zeiten in der Vergangenheit ja schon so gut funktioniert hat. Ähm, hat in seinem Community-Bereich geschrie äh, geschrieben, die Leute sollen ihm doch Fragen stellen und hat dann aber zum, die Kommentare aus einem alten Video genommen, nämlich 50 Fakten über mich, das zu dem Zeitpunkt schon ein paar Monate alt war. Offensichtlich waren die Fragen in seinem Community-Bereich wohl nicht gut genug. Ja, ähm, die Comments, die Kommentare, Videos haben noch nie irgendwas gebracht. Er ist null schlagfertig, er ist null lustig und das, was ihm fehlt. Ähm, Füllt er mit Arroganz und Überheblichkeit auf. So, und deswegen bringt das halt exakt gar nichts. Wenn Rainer äh, das Königreich von Rohan ist im großen Haterkrieg, dann sind die Kommentarvideos die Leuchtfeuer, die er ab und zu mal entzündet. Nur, dass bei ihm bei den Leuchtfeuern keine, keine Verstärkung kommt, sondern äh, das Leuchtfeuer zieht neue Besucher an. Ich glaube, das ist das Einzige. Also, ähm, das Einzige, was diese Videos können, ist, sind neue Besucher an, anlocken. Ja. Ähm, was noch? Ja, es wird immer wieder kundgetan, der, der äh, immer weiter voranschreitende Realitätsverlust, weil er mal wieder in diesem Video bestätigt, dass seine Augenfarbe sich ändert, je nachdem, was er für eine Stimmung hat. Vollkommener Quatsch. Ähm, und das, das Highlight dieses Videos ist definitiv reiner und Zahlen. Der Teil, wo Rainer erklärt, was seiner Meinung nach ein zweistelliger, dreistelliger, vierstelliger Zahlenbereich ist, ist vielleicht die schlimmste öffentliche Selbstbeschmutzung seit den Pornhub-Videos. Also das ist ja in, vor den Augen der ganzen Welt suhlt er sich da in seiner eigenen Dummheit und schiebt es am Ende auf. Und schiebt es am Ende da alles darauf, dass er ja zur Sonderschule gegangen ist. Ähm, ich gehe da mit ihm relativ hart ins Gewicht aus einem einfachen Grund. Es gibt nicht viel, was Rainer in seinem Leben unter Kontrolle hat, aber er hat seine Videos unter Kontrolle. Er bestimmt, was er hochlädt. Er hätte so viele Möglichkeiten gehabt. Er hätte es rausschneiden können. Er hätte sich mal schlau machen können. Er, er, er hat selber in dem Video gesagt, er, er weiß es nicht hundertprozentig genau. Pausier das Video und dann machst du Alexa. Wie, wie äh, welche Zahlen sind im dreistelligen Bereich? Und dann bist du ein kleines bisschen schlauer. Und danach kannst du wieder auf Play drücken und hast gesagt, hey, ich hab's mal nachgeguckt, äh, es ist vielleicht doch nicht so. Hat er alles nicht gewollt. Genau das musste genauso hochgeladen werden. Aber hey, was soll's? Er ist ja nur ein Sonderschüler. Zitat Ende. Äh, am gleichen Tag noch kam Vlog 135. Er redet darüber, dass er keinen Bock mehr hat auf Labervideos, er lügt über seinen Umzug, er musste nachschauen, was für einen Wochentag wir haben. Zu diesem Zeitpunkt trägt er diesen Pullover bereits seit fünf Tagen. Nichts von Wert ist für den Zuschauer gewonnen, wenn man sich diese Videos anguckt. Nichts. Übrigens, ähm, klein, nur, nur, nur so in eigener Sache, ne? In diesem Video erwähnt Rainer, er bedankt sich dafür, dass er auf seinem neuen YouTube-Channel 75.000 Views hatte, obwohl das nur sieben Videos waren. Ne? Just, just saying. 75.000 Views auf sieben Videos bedeutet, dass Rainer auf seinem neuen YouTube-Kanal 10.700 äh, Views pro Video bekommen hat. Da habe ich mal bei mir nachgeschaut. Seit meiner kleinen Pause, seitdem ich Ende Dezember wieder angefangen habe, Videos zu machen, habe ich 830.000 Videoaufrufe bekommen auf 14 Videos. Das sind 59.000 Views pro Video und damit über fünfmal so viel, wie Rainer auf seinem zweiten Channel hat. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wenn ich schon am Gucken bin, dann gucke ich noch mal ein bisschen weiter. Ich habe mal auf Rainers Channel geguckt, vergebt mir. Ähm, sein Video, das ist das Schlimmste an Mobbing. Ne? Ihr, ihr, ihr kennt ja, ihr wisst ja, ganz ehrlich, wenn er einen Vlog macht, jeder weiß, was es da gibt. Es gibt gar nichts. Aber diese Videos, wo er sich hinsetzt und über Hater redet, die liefen doch sonst immer gut. Ne? Das Video, sein, sein komisches Vlogvideo, das ist das Schlimmste an Mobbing. Das hat jetzt heute, äh, Stand Sonntagabend, ich nehme das jetzt hier am Sonntagabend auf, habe ich gesehen, das hatte 39.000 Views. Nach einer Woche so ein, so ein Hater-Video. Und meine Reaktion auf dieses Video hat über 70.000 Views gehabt. Ne? Nur mal so. Und ganz ehrlich, ich bin einer. Ich bin ein Typ, der, der Reaktionen macht. Es gibt ein paar mehr von uns. Äh, von daher, falls noch irgendjemand glaubt, dass Rainer tatsächlich mehr Klicks hat als die Hater, der glaubt auch, dass er morgen auszieht und sein Haus... Besen rein der Gemeinde übergibt. Aber keine Sorge, Leute, es geht doch nur um die Abos. 170.000 Abos, 85% davon Karteileichen. das interessiert ja gar nicht. Solange es keinen Hater gibt, der so viele Abos hat, ist er weiterhin unbesiegt. Ne? Ansonsten nichts von Wert. 26. Januar, der Vlog 136. Das ist das qualitative Highlight der Woche. Leute, dieses Video hat den hat den Titel Vlog verdient. Ganz einfach, das ist ein Vlog. Äh, er, er hat mal was gemacht, was er sonst normalerweise nicht macht, er ist draußen unterwegs und er hat uns daran teilhaben lassen. Und er erzählt uns, was er in Zukunft machen möchte. Natürlich ist das der Ankündigungslord und nichts davon wird passieren, aber das ist egal. Wenn man sich das nur mal das anguckt, er hat etwas, er, er hat etwas gemacht, er hat uns daran teilhaben lassen und er hat erzählt, was er so in Zukunft machen möchte. Wenn das ein anderer YouTuber macht, wenn das ein richtiger YouTuber macht, dann nenne ich das Vlog. Also nenne ich das auch bei ihm Vlog. Kein Grund zu haten. Das ist seit langer Zeit mal wieder ein Video, was den Titel Vlog verdient hat. Wahnsinn. Ansonsten passiert da nicht viel. Er sagt in dem Video, er möchte gerne in Zukunft wieder Drache läuft machen. Die Zuschauer haben gelacht. Ich habe gelacht. Das Bein fault weiter. 27.01. Das Labervideo 001. Es ist 44 Minuten lang, es passiert nichts, aber in diesem ganzen Video sagt er nicht eine einzige neue Sache. Nichts von Wert entsteht, wenn sich der Zuschauer dieses Video anguckt. Nichts. Hier ein paar kleine Highlights daraus. Er weiß wieder nicht, was für einen Wochentag wir eigentlich haben, urteilt aber trotzdem darüber, wie andere Leute ihr Leben leben. Er wünscht sich lautstark in seinem Video, dass, der Hater sich, dass ein Hater sich seine Hand an seinem Zaun aufschneidet, sagt im gleichen Video aber, dass er den Hater nichts Böses wünscht. So, dieses Video ist für ihn reiner Zeitvertreib. Er, er hat in der Mitte des Videos über fünf Minuten, wo er über Anime-Serien spricht. Und er weigert sich am Ende des Videos tatsächlich das Video ähm, zu beenden, aus irgendeinem Grund. Er zieht das. Die letzten fünf Minuten dieses Videos sind, er sitzt im Dunkeln, guckt auf seine Überwachungskamera und sagt immer wieder die gleichen Sachen. Er schüttelt mit dem Kopf, sagt: Nee, nee, da fehlen mir die Worte. Das wiederholt er mehrmals. Er möchte einfach nicht aufhören mit diesem Video, weil er dann wieder alleine ist. Dieses Video, Labervideo 002, ist ein trauriges Testament der Einsamkeit. Die Einsamkeit, die, die, immer mehr, die, immer, die ihn immer mehr in seinem Leben bedrückt. Und es ist die Hoffnungslosigkeit und die Machtlosigkeit, die er verspürt, vor den Sachen, die bald in seiner Zukunft auf ihn zukommen. Und daran kann er nichts ändern. Es war nachts. Er wollte sich was von der Seele reden. Er hatte niemanden mehr, um sich was von der Seele zu reden. Also setzte sich hin und macht dieses Video. 44 Minuten. Er sagt nicht eine neue Sache. Äh, am 28.01. hat er einen Frühstücksstream gemacht, äh, wo, er hat, er, ähm, wo er uns mal wieder gezeigt hat, dass er... wo er uns mal wieder gezeigt hat, dass er... Ja, in der Lage ist, sich Frühstück zu kaufen. Herzlichen Glückwunsch. Danach hat er eine halbe Stunde Zelda gespielt und dann entschieden, dass er keinen Bock mehr hatte und war weg. Am gleichen Tag, 28.01., erscheint ein Mitschnitt dieses, äh, dieses Footages hier, wo er VR spielt. Ähm, wir gucken uns ungefähr fünf Minuten an, wie der Herr, der laut eigenen Aussagen zwei Frauen gleichzeitig viele Orgasmen pro Nacht bescheren kann, nach fünf Minuten mit den Armen rumwedeln und den Oberkörper vor der rechte auf die linke Seite zu bewegen, äh, fast kollabiert. Es sind, es sind wirklich, es sind wirklich bedrückende Bilder. Und er, er, er versteht auch, er hat auch nicht verstanden, dass das Video, äh, dass das Lied, was in dem Video spielt, das Musikstück, was er sich ausgesucht hat, hat in der Mitte den äh, die Liedzeile After all these years of loneliness. Hat er nicht verstanden? Muss er nicht. Es sind bedrückende Bilder. Am gleichen Tag kommt der Vlog 137. Er spricht davon, dass er nächste Woche gerne ein Dragon Monday machen möchte. Ansonsten passiert nichts von Wert in diesem Video. Nichts von Wert entsteht beim Zuschauer, der sich dieses Video anschaut. Nichts. Und dann. Das war gestern, oder? 29.01. steht zumindest drunter. Das ist. Drachenlord und Haterintelligenz. Das gucken wir uns jetzt an. Das ist tatsächlich das Aktuellste gerade. Es ist jetzt Sonntag, kurz vor 22 Uhr, wo ich das aufnehme. Ich habe noch nichts Neues gesehen. Heute war anscheinend ein JNB-Tag. 43 Minuten geht dieses Ding. Ich habe schon auf Twitter ein, zwei Sachen darüber gelesen. Ich glaube, es ist ein Fest für Küchenpsychologen. Ich habe es trotzdem jetzt schon mal auf 1,25 gestellt damit wir da ein bisschen durchkommen. Und äh, ne, wir müssen ja irgendwie, Leute, falls wir das Gefühl haben, falls wir uns dieses Ding angucken und wir das Gefühl haben, dass wir nicht hinterherkommen, weil er vielleicht ein bisschen zu schnell spricht. <laughs> nee, nee, den kann ich nicht mal zu Ende machen, Leute, vergesst es. Ein Schluck Wasser und los geht's. Wie gesagt, wundert euch nicht, er läuft, läuft 25% schneller, aber ich denke, wir werden es verstehen. Drachenlord und Haterintelligenz. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute mal wieder äh, bei einem neuen Video. Heute mal wieder wie immer unprofessionell. Er, er fängt an, in dem allerersten Satz fängt er an und ihm fällt irgendwas runter. Aufnahme beenden, nochmal Aufnahme drücken. Drei Sekunden später kann er einfach nochmal neu anfangen, kann Metal-Leute sagen und er hat das nicht. Aber was soll's. Und ja, wir haben es gesehen, du hast immer wieder ein Ohrring durchs Ohr gestochen. Wird kein Format oder so, sondern jetzt einfach nur ein Video. Äh, kommt aber auf dem Hauptkanal, weil es nicht nur der Vlog gezählt wird und auch nicht nur eine Lava-Video, sondern einfach also eine akkurate Auffassung von verschiedenen Situationen in Bezug auf Hater. Als eine akkurate Auffassung von verschiedenen Situationen. Wahnsinn. Und auch dieses, ne, dieses Nebenbei noch eben eine Zigarette anmachen. N natürlich weiß ich, wie dieses Video entstanden ist. Das wird er mir gleich auch erzählen. Ich habe davon noch nichts gesehen. Ich gucke das jetzt das erste Mal bei euch. Er hatte Besuch. Natürlich hatte er Besuch. Und der Besuch hat ihn wieder aufgeregt. Deswegen macht er das. Deswegen hat er Laune jetzt zu reden. Und weil er eine coole Sau ist, muss er sich erstmal eine Zigarette anzünden. Der Titel des Videos sagt eigentlich schon alles aus. Drachenlord und Hater. Intelligenz. Eigentlich. Ich bin, wirklich ich bin wirklich beeindruckt, dass er Intelligenz richtig geschrieben hat. Wirklich. Müsste es das heißen Hater- und Drachenlord-Intelligenz, ne? Weil der Esel nennt sich ja immer zuerst, ne? Deswegen Drachenlord. Aber dazu kommt auch, dass man halt, ne? Es geht auch. Nein, das hat nichts damit zu tun, wen man zuerst nennt. Wenn du es umgedreht hättest, hätte es eine andere Bedeutung gehabt. Jetzt redest du über Hater-Intelligenz. Wenn du es andersrum gedreht hättest, wäre es um die Drachenlord, um deine eigene Intelligenz gegangen. Ne? um meine Fehler, die ich gemacht habe. Also es geht nicht nur um meine positiven, sondern auch viele um meine negativen Eigenschaften. Das bezweifle ich stark. Das wäre das allererste Mal, dass er sich hinsetzt und wirklich darüber redet, was er falsch gemacht hat. Nee, nee, nee. Oder Situationen. Und deswegen wird es hier mal so ein bisschen. Ich muss mich mal ein bisschen weiter rübersetzen, damit ich das besser lesen kann. Ähm, ich lese es auch ab. Ähm oh mein Gott, jetzt will er lesen. Lord have mercy, ey. Ich werde hier und da ein bisschen was dazu sagen. Ich habe mir Regeln vorgenommen und am Ende muss ich das noch zusammenrechnen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das mache ich jetzt dann gleich mal. Das dürft ihr natürlich im Nachhinein auch nachrechnen, wenn ihr möchtet, damit ich keinen Fehler mache. Falls ich mich verrechnet habe, dürft ihr mich natürlich gerne korrigieren. Ich weiß jetzt schon, ich habe es auf Twitter gelesen, ich weiß, dass er sich irgendein seltsames Punktesystem ausgedacht hat. Das weiß ich jetzt schon mal. Das ist auch psychologisch sehr interessant. Ja? Komme ich noch zu. Aber ähm, er hat gesagt, ihr könnt es auch gerne selber nachrechnen. Nee, muss ich nicht. Also ich muss, ich muss es nicht nachrechnen, um, um zu wissen, dass du ein Honk bist. So. Selbst wenn am Ende die Zahl dabei rauskommt. Es macht überhaupt keinen Sinn, weil ich weiß jetzt ganz genau, dass er sich wieder irgendwelche Sachen ausgedacht hat, die Punkte geben oder keine Punkte geben oder so. Aber das ist ja alles sein System. Das ist ja alles nur das, was in, in seiner Welt Sinn macht. Und dann ist es egal, ob am Ende 17 oder 738 dabei rauskommt. Es ist alles Quatsch. Weil der Fisch stinkt vom Kopf her. Ähm, genau. Also, was mit dem Rechner gemeint ist, werdet ihr gleich mitkriegen. Also, wir kommen mal zu den Regeln. Oh, was bin ich gespannt? Es werden Fehler aufgezählt von Anfang vor acht Jahren bis heute. Es geht nicht nur um die Fehler, sondern es geht auch um die Verfehlungen. Also, es geht um Straftaten, um äh, falsche Aussagen, um alle Sachen, die halt definitiv auf mindere Intelligenz oder Dummheit oder sowas hindeuten. So, ähm, genau. Beide Parteien starten mit einem Gesamtwert von 50. Für dumme, was für dumme. Was? Er hat das selber geschrieben. Er liest etwas vor, was er selber geschrieben hat. Das kommt aus ihm raus. Das muss er irgendwann schon mal gelesen haben. Was? Handlungen. Gibt es eine, was gibt es einen Abzug von fünf Punkten? Ich ziehe dir jedes Mal fünf Punkte ab, wenn du was sagst, während du liest. Das ist ja auch, so. hat er schon immer gemacht, wird er auch immer machen. Das Problem ist, in dem Moment, wo er, wo er mit seinem Lesen nicht weiterkommt, und dieser Moment kommt sehr oft, kommt dieses Was als Füllerwort, so wie er immer überall nur Füllerworte benutzt. Aber wenn du einfach für eine Sekunde innehalten würdest und gar nichts sagen würdest und dann weiterlesen würdest, würden das die Leute nicht so merken. So weiß jeder, der dir zuhört, wenn du was sagst, weiß er, ah, da ist sein Gehirn gerade nicht weitergekommen. Das ist das ultimative, das ist der ultimative Stempel, ich bin zu doof zum Lesen. Für intelligente Handlungen gibt es einen Plus für einen Plus, für, einen Plus, für, einen Plus kann ich mal sprechen, da fängt es schon an mit der Intelligenz. Ähm, gibt es ein Plus von <laughs> er, er sagt es, da fängt es schon an mit der Intelligenz. Warum werde ich dieses dumme Gefühl nicht los, dass am Ende dieser Rechnung Rainer viel besser dastehen wird als die Hater? Fünf Punkten. Natürlich dürft ihr gerne eine akkura akkurate Auflistung meiner Sachen hier, die ich mache, mit dazu schreiben ähm, und dann in den Kommentaren reinposten, wenn ihr das möchtet. Aber das, was ich hier aufliste, sind äh, schon so eigentlich so ziemlich alle Punkte. Wenn ihr irgendwo anderer Meinung seid, dürft ihr das natürlich gerne auch äußern. Ja, und dann, früher hätte ich gesagt, dann werdet ihr gelöscht, aber heute löscht er. Er ist noch nicht mal zu faul. Der, der ganz ehrlich, der löscht da keine Kommentare mehr unter seinen, unter seinen Videos. Ist Quatsch. Aber eigentlich bin ich der Meinung, ich war ziemlich offen und ehrlich. Ich habe auch noch mit einer anderen Person darüber gesprochen, die das eigentlich auch so weit abgesegnet hatte. Äh, Lüge. Also habe ich auch die Meinung einer dritten Person. So. Du hast nicht die Meinung einer dritten Person. Du hast die Meinung einer zweiten Person. Du bist die erste. Wenn du das einer Person gezeigt hast, bist du eine zweite. Du bist nicht, du bist nicht Person 1. Die Hater sind Person 2 und das andere ist dann eine dritte Person. Wenn man sagt, ich habe mir die Meinung einer dritten Person geholt, dann sollte diese Person auch nach Möglichkeit neutral sein. Ist vollkommener Quatsch. Wer am Ende die höchste Punktzahl hat hat sich im Laufe der letzten acht Jahre weiterentwickelt ist und darf im nächsten Jahr wieder nach Hogwarts gehen. stehen geblieben oder hat sich verschlechtert. Also ist dümmer geworden. Natürlich muss man dazu sagen, das trifft nicht auf die einzelnen Personen zu, sondern es trifft nur auf das Hater-Kollektiv als solches zu. Ne? Man muss jetzt dazu sagen, ich hoffe, dass ich da sich da nicht wieder einzelne Personen angesprochen fühlen. Das ist wirklich eine Aussage auf die allgemeine Situation zwischen mir und Hatern im Allgemeinen. Wenn wir schon vom Teufel reden, die stehen schon wieder vor meiner Haustür. Ja, die Wochenenden am ASB sind halt immer noch die Wochenenden, ne? Okay, ähm, wichtig. Aufgrund der Videolänge, damit das Video nicht zu lang wird, werden keine einzelnen Handlungen aufgezählt. Das wird wahrscheinlich schon einige, oh Gott sei Dank, Aufsagen. Ähm, Handlungen aufgezählt. Nee, ich habe keine Hoffnung für dieses Video. Sondern eine Verallgemeinerung. Beispiel. Die Haut ist kein Organ, ich bin das höchste Wesen und ähnliche Aussagen werden als dumme Aussagen oder dummes Gelaber kategorisiert. Darunter zählen zum Beispiel auch Beleidigungen. Das heißt, alles anhand von Beleidigungen wird da auch mit reingezählt, weil es ja auch dumme Aussagen sind oder weil es halt meiner Meinung nach auch in die dummen Aussagen mit reingehört. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ne, ko kommen wir mal jetzt. Jetzt zu dem psychologischen Hintergrund. Ja? Warum, warum macht er sowas? Man kann immer sagen, er macht sowas, weil er hageldomm ist. Natürlich. Aber darum geht es jetzt, aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Sein Gehirn versucht so hart, sich irgendwas zurechtzurendern, um die, 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 diese Sache zu verstehen. Also was, was heißt diese ganze Sache zu verstehen, dass er versteht das nicht, das so zu verargumentieren, dass es so in seinem Kopf sind, seit acht Jahren geht das, seit acht Jahren, das ist jetzt das, was in seinem Kopf ist, ne? Das, was im. Ich, ich, ihr habt das gerade nicht gesehen, ne? Ich habe Rainer in Vollbild auf meinem zweiten Bildschirm und auf meinem ersten Bildschirm läuft mein OBS, womit ich das aufnehme. Äh, und ich mache dann einfach nur Bildschirmaufnahmen. Ich habe gerade, während ich gesagt habe, in seinem Kopf, habe ich mit, meinem, mit meiner Hand in Richtung meines zweiten Bildschirms, Richtung sein, seines Kopfes gezeigt. Meine Güte, das darf aber auch nicht, ey. Ähm. In, in, in seiner Welt versucht er das recht zu fertigen, weil in seiner Welt ist er ja immer der Gute, aber nie hat irgendjemand gesehen, dass er der Gute ist. Und die Hater sind ja die Bösen und nie, äh, und nie hat irgendjemand gesehen, dass der Hater die Bösen sind. Und das ist doch alles so furchtbar ungerecht. Und jetzt versucht er sich irgendwie, er, hat, er versucht seit acht Jahren, macht er diese Videos. Macht er irgendwelche Videos im Internet, wo er versucht, der Welt zu erklären, dass er doch der Gute ist und die, die Hater sind doch die Bösen und man müsste ihm doch helfen so und bis jetzt hat es die welt nicht verstanden die welt versteht es einfach nicht und jetzt versucht er das mit was anderem so er versucht sich selbst die welt zu erklären mit diesem komischen system und glaubt wenn er da jetzt irgendwelche zahlen durch die gegend schmeißt dann ähm, keine ahnung dann dann bekommt er dann findet er plötzlich irgendwie den heiligen den den goldenen kelch den heiligen Gral oder so dann dann ist das plötzlich eine sinnvolle erklärung dann kann das plötzlich den rest der welt erklären oder was hier, ich habe jetzt nicht, das ist jetzt nicht mehr meine Meinung. Ich sage jetzt nicht, die Hater sind doof und die Hater sagen, ich bin doof, sondern Leute, ich kann es beweisen. Damit ist er auf einem Level mit diesen Spinnern, die sich die Bibel durchlesen und alle Zahlen, die sie finden, addieren und dann sagen: Aber am 27.05.2026 geht auf jeden Fall die Welt unter. Das steht ja in der Bibel, weil ja in der Bibel steht, dass. Jesus 153 Fische gefangen hat und 153 mal zwölf Apostel sind äh, mal keine Ahnung das fliegende Spaghetti Monster dann kommt dieses dieses Datum dabei raus auf einem Level ist das dann weil alles was es, dieses ganze System hat sich Reiner ausgedacht alle Werte da drin hat sich alle Wertung da drin hat sich Reiner ausgedacht deswegen ist das ist das Quatsch Wahnsinn 40 Minuten gucke ich mir das jetzt noch an hör mir auf du ähm, ja werden wir dann noch genauer beim einzelnen Punkten drüber drauf. Also das wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt abschließend gesagt habe. Das ist sein Spatzenhirn, das versucht, sich irgendwie die Welt so hinzurendern, dass es am Ende für ihn doch noch Sinn macht. Dass er am Ende auf das Ergebnis kommt, er gut, er hey, schlecht. Und wenn er das mal richtig belegen kann, dann wird es auch die ganze andere Welt verstehen. Und dann kann ihn ja auch keine, kein Richter der Welt mehr verurteilen. Weil er hat ja dann... Er hat ja dann den felsenfesten Beweis, den Hand, ähm, den, den handfesten Beweis, dass er der Gute ist, dass er der Schlauere ist. Ausgehen. So Handlungen der Hater wie Eier, Flaschen oder andere Gegenstände gegen mein Haus werfen äh, oder geworfen wurden, werden als Sachbeschädigung zusammengefasst. Es gibt auch, äh, das gilt auch für Sachen wie Wandbeschmieren und so weiter, tor, das tor beschädigen die Wand beschmieren, Sachen aufs Haus schmeißen, All solche Sachen. Äh, zählen als Sachbeschädigung. Logisch, ne? Das würde ja, auch, äh, würde, würde ja auch vor Gericht als Sachbeschädigung dargelegt werden. Deswegen machen wir das hier auch so. So, ich versuche auch immer meine Handlungen vom, ja, das ist eigentlich mittlerweile, das war das war ein Satz, den hatte ich ursprünglich gedacht, weil ich gedacht habe, ich würde das ein bisschen anders kategorisieren, jetzt habe ich es aber anders gemacht, das also ist der Satz ja eigentlich uninteressant. Ich lese ihn trotzdem vor. Äh, ein richtiger YouTuber würde jetzt vielleicht das Video pausieren würde sein Skript noch mal überarbeiten, damit das halt nicht ist. Oder man sagt, hey, ich mache das jetzt anders, aber ich lese es halt trotzdem vor. Ich versuche, weil alles, was er sagt, ist ja quasi pures Gold. Auch immer meine Handlungen, wenn möglich, in einer. Ich versuche auch immer, wenn möglich, meine Handlungen. Oh wow, habt ihr das gesehen? Da war ein Schnitt drin in dem Video. Wahnsinn. Das musste er schneiden, Rändern, hochladen, Leute. In einer Resonanz zu den Hatern zu stellen. Das heißt, ich versuche es soweit... Resonanz ist hier definitiv das falsche Wort. Es möglich ist, immer eine gleiche Handlung wie beispielsweise Körperverletzung oder Sachbeschädigung in einer Resonanz zu stellen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, dumme Aussagen, dann heißt es bei mir dumme Aussagen und bei den Hatern dumme Aussagen. Das ist ja eine Verallgemeinerung. Und genau aus diesem Grund... Da fängt es schon wieder an. Ne? Perfekt. Wieder, äh, wir haben jetzt... 2.19 Uhr, am 29 Uhr, also am 29. .01. haben wir jetzt 2.19 Uhr und die stellen zu zweit von meiner Haustür. Du solltest wirklich, wirklich aufhören, nachts diese Videos zu machen. Oh mein Gott. Aber er macht es natürlich auch nachts, weil nachts ist er, ist er ja auch am einsamsten. Das ist ja einer der Gründe, warum er diese Videos macht. Tagsüber kann er, kann er ja noch streamen. Nachts, nachts um 2 Uhr kann er nicht streamen, da guckt ihm mal ja keine Sau zu. Tagsüber kann er ein bisschen streamen, da kann er noch was machen, kann er sich in seinen Ford Ranger setzen, kann nach Rive fahren, da Brötchen kaufen und so weiter. Nachts, Leute, nachts ist dieser Typ richtig einsam und deswegen entstehen diese Videos immer nachts. Und das ist jetzt noch nicht die Aschen. Wir hatten jetzt die ganze Nacht hatten wir Idioten vor der Tür. Ähm. Besuche sind richtig und wichtig. Das ist einfach so daneben, ich weiß auch nicht. So, machen wir weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Also Sachen wie Körperverletzung, Sachbeschädigung, dummes Gelaber und so weiter wird immer in eine Resonanz gestellt. Das heißt, wenn es bei mir so heißt, heißt es auch bei den Hatern so. Und das wird direkt nebeneinander gesetzt. Das ist im Prinzip eine Tabelle, die ich jetzt gemacht habe, wo ich das halt im Prinzip so nach und nach aufliste. Also ist im Prinzip sowieso eigentlich hinfällig die Aussage. Außerdem zählen die Taten der letzten acht Jahre. Das heißt, bei beispielsweise Sachbeschädigung muss man bei Hatern kritischer sein als bei mir. Da ist bei mir... Natürlich. Weit seltener dazu gekommen ist, beziehungsweise das bei mir auch aktuell zu Haus überhaupt nicht gekommen ist, beispielsweise. Äh, er hätte aber nach wie vor Sachen bei mir beschädigen und bei mir weiterhin nicht. Er, er wollte die Sachen zusammenfassen. Sachbeschädigungen sowie Hausbeschmieren, irgendwas aufs Haus werfen oder so weiter. Das wollte er zusammenfassen. Also muss er alle Sachbeschädigungen zusammenfassen? Also sollte das eigentlich nicht mehr wert sein, oder? Und bei, mir, bei, bei weitem, oh, und bei mir ist auch bei weitem nicht so häufig der Fall gewesen. Also das heißt im Klartext, wenn Sachen nicht so häufig bei mir vorgekommen sind, sondern nur in, Situ in Zwangssituationen, dann wird es ein bisschen anders bei mir gerechnet. Aber in Zwangssituationen. Jetzt fängt er an zu relativieren. Wenn ein Hater eine Sachbeschädigung äh, durchführt, begeht. Wenn ein Hater eine Sachbeschädigung begeht, ist das natürlich etwas Schlimmeres, weil der Hater von Grund auf böse ist und zerstören möchte. Wenn Rainer eine Sachbeschädigung begeht, geben wir zwar zu, dass es eine Sachbeschädigung ist, die ist aber weniger schlimm als die Sachbeschädigung von den Hatern, weil Rainer musste, hatte natürlich einen guten Grund, das zu tun. Ne? Ist klar. Ich bin durchaus auch. Die Sachen, die Rainer macht, werden grundsätzlich anders bewertet, als die Sachen, die die Hater machen. Und weißt du, was nicht so funktioniert, Rainer? Die Justiz. Denn die Justiz versucht, jeden Menschen, äh, jeden Menschen gleich zu sehen. So Und deswegen bist du verurteilt und andere Leute nicht. Fair. Also ist jetzt auch einige Punkte so gar nicht. Ähm, gut, damit kommen wir zu der Punkteverteilung. Drachenlord startet mit 50 Punkten, Hater starten mit 50 Punkten und dann fangen wir an mit den Aussagen und am Ende dürft ihr, ihr dürft natürlich gerne mitschreiben, wenn ihr möchtet. Ich, werde immer die... ich bin tatsächlich echt am Überlegen, ob ich mitschreiben soll, aber das ist eigentlich Quatsch. Aussage sagen und dann werde ich meine Punkte äh, sagen, die ich gemacht habe. Für, also minus 5. Es gibt nur minus 5 und, und plus 5. Ja? Es gibt keine plus 2, plus 3 gibt es nicht. Es gibt plus 5 oder minus 5, damit es auch fair abläuft. Sonst heißt es hinterher, ja, du hast dir absichtlich weniger Punkte gegeben. Nee, gibt es nicht. gibt plus, Plus und Minus. Mehr gibt es nicht. Natürlich, das ist total fair. Okay. Ähm, wir fangen an mit der Aussage. Also, wenn er, wenn er immer die gleiche Punktzahl gibt, dann unterscheidet er also nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt Scheiße gelabert. Ich habe jetzt gesagt, hey, Rainer, der hat gerne, keine Ahnung, Rainer hat gerne Geschlechtsverkehr mit großen Wassertieren. Dann habe ich in seiner Welt über ihn gelogen. Minus 5. Ich kann aber auch zu ihm gehen und kann einen Stein durch sein Fenster werfen. Das ist eine Sachbeschädigung. Das ist dann auch minus 5. Weil er hat nur, er hat gesagt, es gibt nur minus 5 und plus 5. Also gewichtet er diese beiden Sachen gleich? etwas, was ich, nee, er kann das nicht gleich, nein, 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 Achtung, das kann er nach, nach seinem eigenen Wertevorstellung, kann er das nicht gleich machen, weil wenn ich sage, hey Rainer, du und große Wassertiere, dann ist das was, was ich im Internet gesagt habe und du musst meine Videos nicht gucken, Dicker, da oben ist der X-Button, du, du musst dir das gar nicht angucken, wenn ich sage, dass du mit großen Wassertieren gerne was machen würdest, aber wenn ich zu deinem Haus gehe und dir einen Stein irgendwo hinwerfe, dann ist das ja viel schlimmer, weil dem kannst du nicht entgehen, nach deiner eigenen definitionen sind sachen die man im echten leben macht schlimmer als sachen die man im internet macht in deinem system was du mir gerade erklärt hast würdest du beides aber mit minus fünf punkten gleich werten richtig versuche ich dazu logisch an diese sache ranzugehen an das punktesystem eines sonderschülers ich weiß es nicht aussage dumme aussagen bei den drachen und bei den Hatern. ich fange immer mit mir zuerst an nicht weil der Esel sich zuerst nennt sondern weil doch genau deshalb es um die straftat denn geht muss kurz pausieren. Wenn es um die Straftaten geht, kannst du auch bei dir anfangen, weil du hast ja mehr Straftaten begangen, weil du bist häufiger von einem ordentlichen Gericht verurteilt worden. Sorry, äh, Ich pausiere kurz und wir machen dann weiter, wenn die Hater weg sind, weil ich kann mich nicht konzentrieren, wenn die da sind. So, ich hoffe, ich habe jetzt mal fünf. Verrückt wäre, er hätte auch einfach pausieren, er hat auch einen Schnitt gemacht. Er hätte auch einfach einen Schnitt machen können. Aber er sagt, Leute, ich mache jetzt eben eine Pause, wegen die Hater, ist klar. Minuten Ruhe. Die sind zwar jetzt noch nicht weg, aber. Rainer, du solltest auch dringend mal wieder Haare schneiden. Die stehen zumindest jetzt mal so, dass ich hoffentlich mal ein paar Minuten Ruhe habe. Ähm, gut, fangen wir nochmal von vorne an. Also die Drachenlord-Punkte sind bei 50, die Hater-Punkte sind bei 50. Ich werde jetzt auch erst am Ende Gott sei Dank habe ich das auf 1,25 gestellt. Zusammenrechnen oder abziehen und äh, fangen wir an mit der Aussage: dumme Aussagen. Das betrifft Aussagen wie zum Beispiel, ich bin das höchste Wesen, Beleidigungen, welcher Art auch immer. Und viele andere solche Aussagen. Das trifft auf die Hater zu, das trifft auf mich zu. Bei mir ist es ein Minus, weil es eben auch mich zutrifft, auch kürzlich. Ich habe immer wieder mal beleidige ich Leute, auch wenn ich das nicht gerne mache. Ich mache das aber unbewusst oft auch, mache die Sachen nicht besser und deswegen auch ein Minus. Ja, du machst es, er sagt es, du machst unbewusst. Ich sage, weil du ein Mensch bist, der keine Impulskontrolle hat. Wenn du dir bewusst bist, dass, wenn du dir selber bewusst bist, dass es scheiße ist, dass du Leute. Ähm, dass du Leute beleidigst und du möchtest ja eigentlich gar nicht Leute beleidigen, aber tust es trotzdem. Dann ist das nicht unbewusst, dann bist du ein impulsiver Mensch, der sich nicht unter Kontrolle hat. Äh, bei den Hatern braucht man nicht drüber reden, da fängt ja schon bei dem Beleidigungswort Oger an, bis hin zu Lügenlord, Drechenlord und so weiter. Äh, es werden auch viele Aussagen von mir immer als Lüge hingestellt, obwohl das nicht der Fall ist. Ich bin ein bisschen abgelehnt, sorry, wie den Hatern. Ähm, es also werden viele Aussagen als Hater oder als Lügen hingestellt, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist und vieles andere in die Richtung. Und allein deswegen dumme Aussagen bei den Hatern und bei mir jeweils Minus. So, das nächste ist... Okay, da bin ich cool mit. Also, ne? Ja, ne? Es ist seine eigene Einschätzung, dass die Hater halt immer was Dummes sagen. Und ich meine, in seiner Welt lügen wir immer. Ich lüge ja jetzt gerade auch. ne Ich mache dieses Video nur, um zu lügen. Das ist ja einfach so. Äh, aber okay, er hat bei sich selber Punkte abgezogen wegen Beleidigung, er hat bei den Hatern Punkte abgezogen wegen Beleidigung. B bis jetzt einigermaßen, ja. Videodiebstahl. Oh, da fängt es schon wieder an. Ähm, Videodiebstahl ist bei mir nie der Fall gewesen. Ich habe zwar hier und da mal Reactions gemacht, das war nur mal so eine kurze Phase. Ähm, muss er dazu sagen, ich habe Reactions noch nie gemocht. Ja, ich mag keine Reactions. Gefällt natürlich nicht, weil du keine Meinung hast zu anderen Menschen. Du hast nur eine Meinung zu dir selbst. Ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht. Und... Wie, wie wir ja auch gesehen haben hier bei dem Kommentarvideo. Rainer reagiert auf Kommentare. So, er, er, er ist nicht schlagfertig. Ihm fällt nichts ein. Er ist einfach nur, also erstmal ohne Scheiß, der, der liest ja wirklich einen Kommentar durch und dann sagt er. Ja, und dann war, glaube ich, eine Aussage fast eins zu eins so, ja, wenn du meinst, du musst ja ein Experte darin sein. Und dann liest er den nächsten Kommentar vor. Das ist ja Schlagfertigkeit auf dem Level eines Wackelpuddings. Wackelpuddinge sind nicht schlagfertig. Und wenn du halt sowas hast, wenn du sowas spontan halt nicht, nicht besonders gut kannst, dann machst du halt keine Reaction-Videos darüber. So, das ist halt einfach so. Er hat keine Me er besitzt auch so gut wie keine eigenen Meinung. Er ist nur arrogant und überheblich. Und deswegen habe ich es dann letzten Endes auch bleiben gelassen. Ähm, und Reactions zählen ja als Reactions, also das zählt ja nicht als äh, eigene Kategorie mit Diebstahl, sondern es ist ja einfach nur ein Reaction-Video dann. So, ähm man, man könnte mal darüber reden, dass er mal wirklich versucht hat, eins zu eins Videos von Gronk zu klauen. Ne? Erinnert sich da noch jemand dran? Also er hat ein Let's Play gemacht, was vorher Gronk gemacht hat. Und er hat sich ja auch schon von anderen Leuten Thumbnails geklaut für Videos. Und der hat ja wirklich, es gibt ja dieses eine Video, wo Rainer, wo man wirklich sehen konnte, dass Rainer teilweise die gleichen Sätze gesagt hat, die Gronk in seinem Let's Play gesagt haben. Ne? So von daher, wir wissen alle, dass Rainer sich schon gerne bei anderen Leuten hat inspirieren lassen. Ja. Dementsprechend plus 5, weil ich habe das nie gemacht, dass ich von anderen Leuten... Und da kommen wir ins Bullshit-Territory. Er hätte, sagen, er hätte sagen können neutral, aber er rechnet sich das jetzt an. Er rechnet sich das jetzt an, dass er keine Sachen von anderen Leuten klaut und das ist einfach falsch. In den letzten acht Jahren, Dicker. In den letzten acht Jahren hast du Sachen von anderen Leuten geklaut. Du gibst es halt heute nur nicht zu. Das ist halt das Problem. Und ne, er hat gesagt, Reaction ist eine eigene Kategorie. Ich denke mal, er möchte jetzt auf die Re-Upper ansprechen und das den, 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 äh, den Hatern jetzt abziehen. Ne? Content klau. Und ich habe schon gleich gar nicht versucht, meinen gesamten YouTube Content, so wie andere. An Leuten hochzuziehen. Einige würden jetzt sagen, sowas wie, naja, Hank Loser zum Beispiel ist, aber Hank Loser, wie auch immer, ist ja zum Beispiel so ein Typ, der hat ja jetzt auch nur Reactions gemacht. Das ist richtig, der hat nur Reactions gemacht, aber das Problem an dem ist, dass der ganze Kanal auf meinen Content aufbaut. Nein. Das Problem ist, dass er ein Hater ist. Rainer hat, Rainer hat selber gesagt, Rainer hat auch schon mal Reactions gemacht, aber das zählt nicht, weil Reactions eine eigene Kategorie sind. Jetzt redet er von Hank und sagt: Hank macht auch ausschließlich nur Reactions, das hat Rainer gesagt. Aber das zählt ja nicht, weil er ist ein Hater. Und damit ist dein ganzes System für den Arsch, mein Freund. Und dementsprechend ist es natürlich eine Straftat. So. Nein. Ähm, wenn wir damit weitermachen, dass die. Äh, dieser, dieser, dieser Scheiß da draußen geht mir auf die Nerven, ne? Wenn man dann damit weitermachen, äh wie die Hater sich verhalten, Video-Diebstahl ist einfach komplett bei denen. Also die haben, die bauen ganze Kanäle, ganze, ganze, ganze Gruppen von Leuten auf, wo sie meine Videos klauen, wo sie Aussagen von mir im Internet, im Discord aufnehmen und so weiter. All diese Sachen gehören alle zusammen in den ganzen Content von Video-Diebstahl rein. Bei mir ist es ja sogar so, dass ich eigentlich immer hergehe und das Ganze sogar immer extra am Anfang vom Video nachfrage. Darf ich das veröffentlichen? Ja, alles klar. Nein, auch da haben wir Beweise dafür. Dass er, dass, er Ding, dass er vor Jahren Sachen von anderen Leuten gemacht hat. Das war ja mal so Teil dieser, das war ja mal so Teil dieser Strike-Welle, die irgendwann mal letztes Jahr war, wo er sich auch irgendwie ein Intro genommen hat von jemandem. Und er wurde Jahre später wurde mal nachgefragt und der hat gesagt, nee, der hat sich das nicht äh, ausgedacht und so weiter. Und ne, Reiners, Reiners Aussage, es gibt ja Leute, die versuchen, sich an anderen Leuten hochzuziehen. Ne? Wir kennen ja alle noch die große, die große ähm, Spammer-Offensive Spammer von Reiner damals, als er noch Twitter hatte. Äh, als Rainer einfach sämtliche großen deutschen YouTuber einfach zugespammt hat. Bitte helf mir, bitte helf mir, bitte helf mir. Jetzt ist natürlich, heute ist Rainer natürlich der YouTuber, der es alleine geschafft hat. Ne? Ganz alleine. Er hat sich aus nichts was aufgebaut. Na, dann ist es nämlich, dann bin ich auf der Seite. Gut. Äh, Hausfriedensbruch. Und deswegen bin ich auf Plus. Mal abgesehen davon, dass die, ne, klar natürlich, er ist auf Plus 5, die Hater sind auf Minus 5, ist klar. Ähm, dein, dein System ist nichts wert, Dicker. Das wollte ich jetzt noch nochmal sagen, ach ja, ähm, die Leute haben sich daran hochgezogen an ihm. Nee, niemand hat das getan. Ich schaue mir heute keine Gaming-Videos vom Regenbogenschaf an. So. Ich gucke mir auch keine, äh, weiß ich nicht. Der Einzige, der mir eventuell einfallen würde, ist der, ist der dunkle Parabelritter. Der hat natürlich dadurch schon, der hat damals ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil er diese Roomtour mit Bedreiner gemacht hat. Aber der Herr hat auch schon vorher andere YouTube-Videos gemacht. Wer, wer ist denn heute? Wenn, wenn ein Hater, der Reactions macht, wenn der verschwindet, so gucke ich mir gucke ich mir jetzt Kochvideos vom Ostfriesen-Hater an? Nee. wenn die aufhören, Sachen über Reiner zu machen, dann verschwinden die einfach wieder. Niemand zieht sich an ihm hoch. Er möchte ja immer sagen, die Leute ziehen sich an mir hoch, als ob irgendein irgendjemand, der, der keine Ahnung. Reactions auf Rainer gemacht hat, dann plötzlich aus dem Drachengame ausgestiegen ist und heute noch einen großen YouTube-Kanal hat. Nee, das haben die Leute nicht. Danke dafür, Alblali. Weil ich sowas nie gemacht habe und die Hater sind auf Minus. So. Also Video Diebstahl Minus. Bei den Hatern und bei mir Plus. Es ist zwei Uhr nachts. Dieser Typ sitzt mutterseelenallein allein in seinem Haus. Es ist zwei Uhr nachts. Und er redet da zu seiner Kamera und denkt sich jetzt irgendein Punktesystem aus, was am Ende sagt, dass er besser ist als die Hater. Wahnsinn! Der nächste Gerichtstermin steht. Und, und, und das? Das hier? Was gucke ich mir hier denn jetzt schon wieder an? Das ist ja unfassbar. Das ist mir, ganz ehrlich, das ist mir in letzter Zeit, ich, ich sage das fast in jedem Video, ich weiß nicht, dass ich mich wiederhole, aber man muss immer überlegen, diese, diese Banalität des Ganzen, dass er da sitzt mitten in der Nacht in seinem Haus und dieses Video aufnimmt. Jetzt hat er sich ein Punktesystem ausgedacht. Das ist doch Wahnsinn, Wahnsinn. Warum? Als ob mir, als ob mir ein Kind auf dem Grundschulhof erklärt, ein Kind möchte mir, ein Grundschüler möchte mir erklären, warum er cooler ist als ein anderer Grundschüler. Ich habe mir da ein Punktesystem für ausgedacht und ich habe am Ende mehr Punkte als der. Wirklich Wahnsinn. Mein Gott, du, so, du solltest wirklich wieder anfangen, nachts zu schlafen, Dicker. Da, da kommt nichts Gutes bei raus, wenn du diese Videos machst, ey. Ich am Ende nochmal alles durchgehen: Hausfriedensbruch bei mir plus, weil ich habe nie Hausfriedensbruch begangen. Schon gleich gar nicht in Bezug auf die Hater und ich habe es auch nicht vor. Die Hater stattdessen haben allein, in der, allein im Anfang des Jahres, ne, diesen Jahres, das ist ja noch nicht lange her, haben die irgendwann in einer Woche sieben oder acht Hausfindungsbrüche nur in einer einzigen Woche begangen. Ja, also an einem Tag zweimal und ansonsten jeden Tag. Das ist schon sehr hardcore. Deswegen bei mir plus fünf, weil ich das nie machen würde, habe ich auch nie gemacht. Und bei den Hatern minus fünf. So. Er, er, er könnte sich auch plus fünf geben, weil er nie auf einen Picasso uriniert hat. Was ist denn das? Das ist doch alleine die Vorstellung, dass Rainer bei irgendjemandem vor der Tür stehen konnte, ist halt, ist halt, ist halt so utopisch. Mal abgesehen davon, du, du kannst das nicht vergleichen, wenn du dich als einzelne Person vergleichst mit einem Kollektiv. Er hat ja selber gesagt, er möchte nicht, er spricht über das Hater-Kollektiv, nicht über einzelne Personen. Er spricht über eine gesichtslose Masse von unfassbar vielen Menschen und sagt dann: Ja, ich habe ja nie einen Hausfriedensbruch gemacht, die schon. Hä? Gut, äh, Körperverletzung. Körperverletzung. A Achtung, Dicker, Achtung. Du bist zweimal von dem Gericht wegen Körperverletzung verurteilt worden. Sag jetzt nichts Falsches. Das ist eine Sache, die halt auch von mir schon begangen wurde. Wiederholt. Ich bin dafür ja auch verurteilt worden. Ähm, wobei man natürlich hier eigentlich dazu setzen muss. Das muss man sich eigentlich in, ins Gedächtnis rufen. Ich ziehe mir aber bloß die Hausschuhe an, deswegen sind sich gerade so komisch. Ähm. Da, danke, ich hätte mir darüber auf jeden Fall Gedanken gemacht. Man muss natürlich bei mir dazu sagen, dass ich mich ja in erster Linie verteidige. Das heißt, Körperverletzung, die bei mir stattfindet, ist nicht besser oder schlechter als andere. Jetzt schmeißen Sie mit Sachen aus, wenn ich nicht reagiere. Ähm, Körperverletzung ist nicht besser oder schlechter, wenn ich das mache. Es ist einfach Körperverletzung weiterhin. Deswegen bleibt es auch auf Minus. Es gibt auch etwas aktuellere Fälle davon. Deswegen bleibt es immer weiterhin noch auf Minus. Ja, ich sehe immer noch die Sachen auf Twitter. Weil du ja so cool und so neutral vor deiner Kamera sitzt, die jede Nacht und Videos macht, und ich sehe am nächsten Tag auf Twitter immer noch irgendwelche Besuchsvideos. Leute, glaub mal nicht, nur, nur weil ne, die Besuchsvideos sind nicht mehr existent auf YouTube, weil YouTube sowas nicht mehr mag und einfach wegband und so weiter. Man kann das auf YouTube nicht mehr so gut sehen. Aber glaub mal, dass sich da irgendwas dran verändert hat. Morgen Nachmittag stehen wieder ein paar Hater vorm Haus. Reiner, auch, auch die Tatsache, dass es jetzt nicht mehr Reiners Haus ist, der, der scheißt doch nicht darauf, dass da Leute vor der Tür stehen, nur weil das Haus jetzt der Gemeinde gehört. Nein ich heute noch gehört, Rainer steht am Zaun, Rainer schreit Leute an. Ähm, also es gibt dafür kein Plus. So. Es wird nämlich auch die aktuelle Handlung gesetzt. Ne? Also ich habe damals mir Aussagen getroffen, ich treffe nach wie vor mir Aussagen, deswegen ist es ein Minus. Ähm, Videodiebstahl habe ich nie gemacht, deswegen gibt es da kein Minus. Körber Hausfriedensbruch habe ich nie begangen, deswegen gibt es da kein Minus. Körperverletzung habe ich gemacht, habe ich auch noch nie geändert bisher, auch wenn ich es trotzdem eigentlich verabscheue, dass ich das gemacht habe oder mache. Dementsprechend natürlich ein Minus und kein Plus. So, dann kommen wir zum Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Warte, 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 warte. Er hatte jetzt... Er, er wollte doch jeden Punkt immer auf sich und auf die Hater beziehen. Jetzt hat er gesagt, Körperverletzung, ja, das ist bei ihm ein Minus, weil er es dafür verurteilt. War das jetzt auch ein Minus bei den Hatern? Da hat er jetzt gar nicht drüber gesprochen. Könnte man, könnte man auch mal drüber reden. Jetzt geht er schon zum nächsten. Also, er, er wollte ja sagen: eigentlich hier Lügen, ich und die Hater. Hausfriedensbruch, ich und die Hater. Körperverletzung hat er jetzt über sich gesprochen, aber hat die Hater jetzt weggelassen? Ach. Ich, ich versuche, ganz ehrlich, ich, ich, ich weiß, was mein Fehler ist. Ich gehe da mit Logik ran. Hier zu sagen, man könnte das eigentlich in die Kategorie Lärmbelästigung mit reinpacken, aber äh, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ist tatsächlich ein Gesetz in Deutschland. Und zwar ist es so, dass man Bölle oder Krache nur an Silvester zünden darf. So. Und äh, die Hater halten sich daran nicht. So. Ich dagegen halte mich daran. Ich zünde ja selbst an Silvester eigentlich keine Krache an und keine Böller. Bin froh, wenn es mal nicht knallt. Und äh, <laughs> deine Nachbarn auch. Äh, dementsprechend natürlich, ne? Äh, ein Plus bei mir, weil ich habe das nie gemacht. Ich mache das auch nicht. Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, vor allem in Bezug auf die Hater, habe ich mich immer dran gehalten. So, Verstoß gegen Ist das, äh, weiß ich nicht. Das ist, das ist so dämlich. Er, er, er geht das jetzt nur auf... Vielleicht geht er jetzt durch die Liste durch, bezieht das nur auf sich und danach geht er noch durch die Liste durch und bezieht es auf die Hater. Kann das sein? Weil... Ne, ich weiß ja, worauf er hinaus will. Spre hier, an, äh, Sprengstoffgesetz muss ja auf jeden Fall ein Minus für die Hater sein, weil die haben ja eine Riesenbombe riesen reingeschmaßt, ne? K kennen wir ja alle noch. Wahrscheinlich geht er das jetzt so durch. Äh. Gegen das Sprengstoffgesetz bei den Hatern sieht allerdings anders aus. Es Ach so, jetzt fängt er dann doch damit an. Okay, also wir haben bei der Körperverletzung einfach die Hater vergessen. Schon damit an, dass die letzte, Woche, dass die allein gestern, also Freitag auf Samstag, nee, Donnerstag auf Freitag, haben die um 6 Uhr morgens wieder eigengebaute Böller hier reingeschmissen. Ja, also erst gestern, für euch gestern, für mich ist es noch heute. Ja, kurz zusammengefasst heißt es, ähm, wir haben hier die Sachbeschädigung und die Körperverletzung, äh, wir haben hier die, den, den Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Und äh, ist ja definitiv ein Verstoß gegen. Folgendes fällt mir auf, ne? Seine Perspektive ist immer, seine Perspektive, die er jetzt gerade hat, ist immer, die Hater haben A gemacht und dann guckt er, ob er A gemacht hat. Die Hater haben B gemacht, dann guckt er, ob er B gemacht hat. Das war bei Hausfriedensbruch so, das war jetzt bei Böller so. Dass er, er sagt das jetzt, ja, das ist jetzt für ihn. Das ist jetzt für ihn ein Pluspunkt, weil er niemals einen Böller auf dem, auf dem Hater geworfen hat. Herr Rainer, weißt du, was Hater nie gemacht haben? Hater haben sich bei dir nie vor, vor, äh, vor das Tor gestellt und haben dich mit einem Wasserschlauch nass gespritzt. Das hast du mit anderen Leuten gemacht. Das wäre dein Minus. Wenn du das in diesem Video jetzt nicht erwähnst, ich kenne kenn den Rest noch nicht, aber wenn er sagt Hater Minus, weil Böller geworfen, ich habe keine Böller geworfen, wenn er sich selber keine Punkte abzieht, weil er Leute mit dem... Gartenschlauch nass gespritzt hat, was die Hater niemals getan haben. Wenn das nicht kommt, dann bist du ein Heuchler. Gesetze. Dementsprechend äh, würde ich definitiv sagen: bei den Hatern minus 5, bei mir plus 5. Ich habe das nie gemacht. So, Lärmbelästigung. Tja, Lärmbelästigung. Lärmbelästigung. Nee. Da, das ist, diese Rechnung ist auch einfach dumm. Die Hater haben Böller geschmissen, minus 5. Ich habe niemals Böller geschmissen, müsste dann eigentlich 0 sein. Aber er rechnet das mit 5. Minus 5 bei den Hatern plus 5 bei ihm bedeutet, das ist, das ist ja doppelt dann. Das ist ja doppelt gut. Nee, es ist Quatsch. Guter Punkt, Lärmbelästigung, Leute. Lärmbelästigung habe ich mehr als einmal begangen. Wird sich auch nicht mehr ändern wahrscheinlich. Quatsch, nee, stimmt ja nicht. Blödsinn. Zurückspulen. Lärmbelästigung habe ich begangen und hat sich bei mir geändert. Ja, ich Nein. Schrei hin und wieder nochmal rum. Aber im Vergleich zu früher mache ich es bei weitem nicht mehr so häufig und ich habe mich in, die, in der Hinsicht wirklich stark gebessert. Ich bin damit immer noch nicht ganz durch, aber. Die Alarmanlage macht immer noch wie, 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 wenn er das will. Ich habe mittlerweile angefangen, äh, immer weniger rumzuschreien. Ich stehe auch jetzt nicht hier draußen und schreie rum. Ich war auch vorhin draußen, aber auch nicht rum. Ich habe heute auf Twitter was anderes gesehen. Geschrien. Auch die Tatsache, dass ich rausgegangen bin, war dumm, aber ich habe halt nicht rumgeschrien. Dementsprechend. Da Dein, deine Strafe heute, Rainer, du schreibst jetzt hundertmal auf die Tafel, Rainer ist ein dummer Junge, weil er dumme Sachen macht. Genau. Ähm, habe ich bei mir jetzt ein Plus und ein Minus. Also Minus, weil ich es halt früher gemacht habe, plus weil ich es halt mittlerweile kaum noch mache oder halt immer noch weiter versuche, es gar nicht mehr zu machen. Dementsprechend, ich habe mich in der Hinsicht verbessert, also deswegen plus minus. Le nee, dann, dann ist das alles nichts wert. Wenn er sich ein Plus gegeben hat bei Lärmbelästigung, sich selbst ein Plus gegeben hat, nee, ist vollkommener Quatsch. Aber jetzt gucke ich das nur noch aus Spaß. Dicker, dein System ist nichts wert und keine Sau interessiert sich für deine Punkte. Lärmbelästigung bei den Hatern, naja, die haben am Donnerstag, die haben Mittwoch auf Donnerstag rumgeschrien um 3.30 Uhr ungefähr. Die haben am, oder 3.20 Uhr, dann haben sie rumgeschrien gestern, äh, vorgestern auf gestern. Äh, bei Lärmbelästigung bleibt bei den Hatern ein Minus. Das wird sich auch bei den Hatern immer ändern, denke ich, weil äh, die auf die Art und Weise versuchen, irgendwas zu kompensieren, ja. Was dürft ihr euch selber aussuchen, aber auf jeden Fall ist dieses Lernbelästigungsgeschrei von den Hatern, das fängt ja schon bei. Ich weiß, ich weiß, was man so mit einem im, mit im 40.000-Euro-Auto kompensieren muss, mein Freund. Wo, wo wir gerade bei dem Thema sind, ich mache mal einen ganz kleinen Exkurs, ja? Das ist mal wieder so eine der Sachen, die ist mir eingefallen, die ist mir einfach so spontan eingefallen. So, während ich kein Video geguckt habe, und man muss immer, ich brauchte immer einen guten Punkt, um, um ein Video zu machen. Ne? Hier, hier mal eine kleine Sache zu dem Ford Ranger. Das ist mir letztens erst aufgefallen. Wir haben viel darüber gesprochen, dass es nicht besonders schlau war, 40.000 Euro für dieses Auto auszugeben, aus so vielen verschiedenen Gründen. Ne? Ist klar, seine Lebenssituation. Er hätte sich ein Auto für. Wenn, wenn er ein Auto hätte haben wollen. Ne? Ich, ich, ich rechne das ab jetzt immer so. Er hat keine 40.000 Euro aus dem Fenster geschmissen. Er hat 30.000 Euro aus dem Fenster geschmissen. Wenn er gesagt hätte, ich möchte ein Auto haben und ich möchte, ein Auto ist ein Vorteil, ist wirklich ein Vorteil und macht mein Leben besser. Dann kann man sich für 10.000, dann hätte er sich für 10.000 Euro wirklich ein vernünftiges, einen vernünftigen Gebrauchtwagen in einer angenehmen, für ihn angenehmen Größe hätte kaufen können. Er hätte 10.000 Euro investieren müssen. Das heißt, für mich hat er aber jetzt 30.000 Euro aus dem Fenster geschmissen. Er hätte heute, er hätte jetzt ein Auto haben können, was fährt, und er hätte noch 30.000 Euro übrig gehabt. Das ist das Geld, was er für mich verschwendet hat. So, und wir haben darüber gesprochen, wie dumm das ist dass er mal ein bisschen Geld auf der Kante haben sollte. Dass er, wenn er jetzt in eine Wohnung zieht, er neue Sachen braucht, neue Möbel braucht, irgend so eine Scheiße. Ich habe gesagt, wie, wie gut es wäre, wenn man nach zwei Jahren aus dem Knast rauskommt und 30.000 Euro auf dem Konto hat. Da, da, da hat man ja Möglichkeiten, da kann man ja neu starten mit. Und dann, und dann ist mir letztens eine Sache eingefallen. Und das ist vielleicht, vielleicht die... Der, der schlimmste Aspekt an dieser Geldverschwendung, der, der, ist mir, der ist mir dann erst eingefallen. Rainer hätte dieses Geld nehmen können. Rainer hatte irgendwann am Ende des Jahres, im November, Dezember irgendwann oder so, hatte er dieses Geld. Er hat sich irgendwie im Dezember hat er sich in Ford Ranger gekauft. Das hatte irgendwann im Dezember, hatte er dieses Geld gehabt. Ähm, glaube glaub ich, Dezember, ist egal. Äh, und, und zu dem Zeitpunkt wusste er schon, dass noch die Berufs Berufungsverhandlung kommt, dass noch mal eine Gerichtsverhandlung kommt. Wisst ihr, was, wisst ihr, was das Beste gewesen wäre, was er mit diesem Geld hätte machen können? Er hätte mit YouTube aufhören können. Das ist die Sache. So, Wir wissen alle, warum er nicht mit YouTube aufhören kann, aber folgendes. Jetzt stellt euch mal vor, er muss, er, er muss Ende März vor Gericht stehen. Und er muss einem Richter wirklich eindeutig. Äh, naheliegen, dass er wirklich versucht, was an seinem Leben zu ändern. Was wäre das Allerbeste gewesen, das Aller, Allerbeste, was er hätte machen können? Er hätte sich dahinstellen können und hätte sagen können, Herr Richter, schauen Sie mal, ich habe seit drei Monaten nichts auf YouTube gemacht. Ich habe ich versuche es. Ich versuche wirklich, mein Leben regen. Und, und wisst ihr, wie er das hätte machen können? Er hätte von diesen 30.000 Euro leben können. Jetzt sitzt dieser Honk da. Und muss YouTube-Videos machen, weil er sonst nicht weiß, wie er nächste, nächsten Monat seine Geld bezahlen soll, seine Sachen bezahlen soll, weil alles Geld ist ja wieder weg. Jetzt stellt euch mal vor, das Beste, was er mit diesem Geld hätte machen können, ist, YouTube-Kanal nicht löschen, sondern YouTube-Kanal ne, ausblenden, ist klar. Und dann einfach mal drei Monate nichts mit dem Internet machen. Er hätte doch das Geld gehabt. Er hätte doch ohne Probleme das Geld gehabt, um, äh, um das zu machen. Er hätte, und, und das ist wirklich. Ganz ehrlich, ich habe mir wirklich gedacht, vielleicht, vielleicht, eventuell in irgendeinem Paralleluniversum war dieses Geld, was er für den Ford Ranger rausgeschmissen hat, seine letzte Chance, um zwei Ecken drumherum vielleicht noch dem Gefängnis zu entgehen. Weil das wäre das Killerargument gewesen. Wenn du, dich, wenn du dich Ende März dahinsetzt und sagst und Ende März und du brauchst eine Sozialprognose. Der, der Richter muss irgendwie das Gefühl haben, okay, wenn ich den jetzt nochmal auf freiem Fuß lasse, dann, dann endet er aber wirklich was. Was wäre das Beste gewesen, was wäre der größte, was wäre für ihn der größte mögliche Beweis gewesen, ich versuche wirklich was an meinem Leben zu ändern, wenn er sich dahingestellt hätte und gesagt hätte, Herr Richter, ich versuche es, ich habe seit drei Monaten nichts mit YouTube gemacht. Und diese drei Monate hätte er sich erkaufen können mit diesem Geld, was er für einen Fort Ranger rausgeschmissen hat. Das ist nochmal so, noch so ein Gedanke, so ein sehr utopischer Gedanke, der mir letztens nochmal so gekommen ist, wo ich gedacht habe, bei allem, bei allem, was wir gesagt haben, er hat das Geld rausgeschmissen für nichts. Er hat gesagt, da ist mir nochmal eingefallen, oh shit, das, das wäre noch das Beste gewesen, was er mit diesem Geld hätte machen können. Aber wir wissen alle, wie es geendet hat. Das war nochmal so, sorry, so ein kleiner Exkurs. Ich bin jetzt ein bisschen aus diesem Video rausgesprungen, aber das war so ein Gedanke, den hatte ich letztens und ja. Wir waren, glaube ich, bei Sachen kompensieren, ne? Bei dem Ganzen durchgefahren mit dem Auto und dem Rumgehube an, bis hin zum Gequietsche mit den Reifen, bis hin zum Rumgeschrei aus dem Auto oder sogar halt, wenn man hier vor der Tür steht, rumgeschreie. Böller müsste man, wie gesagt, auch noch hinzuziehen, aber er ist nochmal was eigenes. Ähm, nein, nein, wieso ist das was eigenes? Warum? Du hast den Hatern schon minus 5 abgezogen bei Sprengstoffgesetz. Das sind Böller. Und jetzt möchtest du die Böller nochmal loslösen von dem Lärm. Das heißt, die Böller sind nicht Lärmbelästigung und die Böller sind auch nicht Sprengstoff. Sondern willst du dann nochmal die Bö Bö Nee, nein, die Böller hast du abgearbeitet. Kommt jetzt sogar die Polizei? Das sieht nicht so aus. Nee, das ist die Polizei, das ist was anderes. Also Lärmbelästigung, definitiv äh, bei den Hatern ein Minus. So, äh, eigene Daten. Aber bei ihm, ne? Bei Rainer war das ja ein Minus und ein Plus, weil es hat sich ja gebessert, ne? Also bei Rainer war das jetzt null, weil es hat sich ja gebessert. Lärmbelästigung. Ja. Bei eigenen Daten geht es darum, ob man seine eigenen Daten veröffentlicht hat. Jetzt werden die Hater wahrscheinlich denken: Ja, das schneiden wir ja gut ab. Die Hater schneiden da gar nicht so gut ab, wie sie vielleicht glauben. Eigene Daten bei mir definitiv ein Minus, weil ich früher sehr viel meiner eigenen Daten veröffentlicht habe. Teilweise bewusst, teilweise unterbewusst, macht die Sache nicht besser. Ähm, ja, und wir wissen auch, dass du bald in Geißelwind weil du ein Honk bist. Deswegen ein Minus, ein Plus deswegen, weil ich auch ein Plus gemacht, weil ich mich inzwischen, was dieses Thema angeht, viel verbessert habe. Ich achte sehr stark darauf, wem ich meine Daten gebe, meine Infos gebe, meine Handynummer gebe und so weiter und so fort. Meine Handynummer ist bekannt, aber es gibt auch andere. Sachen ne? und ich achte sehr stark darauf, dass ich meine eigenen Daten schütze. Habe mich auch schon mit der ein oder anderen Behörde inzwischen anlegen müssen. Was heißt Behörde jetzt nicht, sondern Institutionen wie zum Beispiel äh, meinem Internetanbieter? Da gab es nämlich auch Stress und Probleme. Und da ist, die Lern äh, da ist die Sache von Datenschutz sehr wichtig gewesen. Und ja, die eigenen Daten habe ich früher sehr missbräuchlich, äh, missbräuchlich nicht, aber ich habe sie früher sehr offenherzig behandelt. Mache ich inzwischen nicht mehr. Also plus minus. So, ja, klar. So, äh, Lärmbelästigung minus 5. Das ist ja Wahnsinn. Nee, das ist so wie: er geht ja inzwischen besser mit. Nein, nein. Das, das ist so wie folgendes: Ich habe vor, hab vor zwei Wochen hab ich ein Kind in den Brunnen geschmissen. Das liegt da jetzt unten noch und ist, ist irgendwie am rumschreien oder so. Vor zwei Wochen habe ich es da reingeschmissen. Vor zwei Wochen minus fünf, weil ich habe ein Kind in den Brunnen geschmissen, das ist nicht gut. Jetzt, ist, jetzt bin ich aber wieder bei null, weil ich habe ja schon seit zwei Wochen das Kind nicht in den Brunnen geschmissen. Nee, nee. Ähm, bei den Hatern? What, what? Ach, ganz ehrlich, wann war denn das? War das Ende 2020, Anfang 2021, wo einfach nochmal diese Offensive kam, hier von den paar Jungs von der NWO, die angefangen haben, einen Account nach dem anderen von Rainer zu löschen oder so? Rainer, Rainer legt auf jeden Fall viel Wert auf, auf Datenschutz, auf jeden Fall. was habe ich scheiß? Eigene Daten, meine ich, von den Hatern veröffentlicht, minus 5. Warum? Hm. Weil es ja, das möchte ich mal wissen, warum. Das, das kann nur eine dumme Antwort sein. Es gibt sehr viele und nicht wenige Hater gibt, die ihre eigenen Daten veröffentlichen. Ähm, das machen sie jetzt nicht unbedingt bewusst irgendwo im Internet, aber die geben an manche Leute ihre Internetdaten oder, oder generell ihre Daten einfach an irgendwelche Leute und diese Leute missbrauchen die dann. Siehe zum Beispiel die Situation im Discord mit äh, Cannes und äh, Blank und wie sie alle Kaisen haben, bis hin zu so Situationen wie zum Beispiel dem guten Wie hieß er? Ramsau oder so, oder, oder Ransrade, oder nee, nee, wie hieß der, wartet, nicht Ransratte. Ransrade war was anders. Äh, Ramsau, irgendwie so hieß der. Ähm, ach oh Gott, mir fällt echt der Name nicht an mich jetzt beknackt? Ist auf jeden Fall ein bekannter Hater, ne? Ähm, diese Leute haben ja auch ihre Daten einfach an Leute weitergegeben und die haben das dann einfach veröffentlicht. Also Hater damals wie heute, und das war ja schon im letzten Jahr, also Hater damals wie heute veröffentlichen einfach ihre eigenen Daten, ohne darauf zu achten. Und lachen sich dann <laughs> den Arsch darüber ab, dass sie meine Daten im Internet hatten, was zehn Jahre alte, oder fünf Jahre alte Daten sind, oder sechs Jahre alte Daten. Achtung, ich fasse doch mal eben zusammen. Der Punkt, über den wir gerade reden, der Punkt, über den wir gerade reden, die letzten acht Jahre sind persönliche Daten im Internet veröffentlichen. Das ist der Punkt. Persönliche Daten im Internet veröffentlichen. In dieser Kategorie haben die Hater minus fünf bekommen und Rainer ist jetzt auf plus minus null. Nein, dein ganzes System ist nichts wert. So, Daten anderer habe ich kein Minus, sondern ein Plus bei mir gemacht, weil ich die Daten anderer nicht veröffentliche. Ich habe zwar mal äh, Daten von. Äh, äh, ich habe mal Daten veröffentlicht vom. Äh, äh, wie hieß er? Warum denke ich jetzt an Teddybär? Wie hieß denn der Typ? Ähm. Affenkeks. Äh, ich habe an Affenkeks, äh, habe ich damals Daten veröffentlicht, aber ich habe die auch zensiert gehabt, ne? Also ich habe Düsseldorf nur teilweise zensiert gehabt, da hat man Düsseldorf definitiv rauserkennen erkennen können. Aber Düsseldorf ist so riesig, ne? das ist genauso, wie wenn ich sagen würde, ich wohne in München. Ne? Ist auch ein... Rainer hat keine Daten von Leuten veröffentlicht, außer er hat Daten von Leuten veröffentlicht. Beispiel, ist aber auch im ja, deswegen Daten habe ich nie veröffentlicht von anderen und ich habe durchaus einige Daten von Regenbogenschaf, Affenkeks und von vielen anderen noch gehabt und habe ich auch teilweise immer noch ja? und ich habe davon nie was veröffentlicht. Warum? Weil ich intelligent genug bin, nicht die Daten von anderen zu veröffentlichen. Erstens mal zu meinem eigenen Schutz und auch weil ich das den anderen Leuten nicht antun würde oder antun wollen würde. So. So ein Bullshit. Man, man, man kann übrigens noch mal erwähnen, ne? er hat ja keine Daten von anderen Leuten veröffentlicht. Ich erinnere mich da so an, an ein Video, so das ist eine, eine Videoaufnahme von seiner Überwachungskamera, die eine öffentliche Straße gefilmt hat. Da hat er mal ein Video gemacht von, dass sie ist der vegane Jametzger. Und dann war das der falsche Typ, auf dessen Persönlichkeitsrechte du geschissen hast. Und dann, nachdem du einmal das falsche Video veröffentlicht hattest, hattest du die Chance, eventuell dich eines Besseren zu belehren, und als du deinen Fehler gemerkt hast, hast du ein zweites Video rausgebracht. Das hier ist wirklich der echte vegane Jametzke. Mit, ne, mit, mit deiner Überwachungskamera, die eine öffentliche Straße filmt. Er hat sich selber, er hat sich selber, ich glaube, ne, hat, hat er jetzt plus 5 gemacht? Er, ich glaube, er hat bei sich selber plus fünf gemacht, weil er die Daten von anderen Leuten nicht veröffentlicht. Du bist so behindert. Mama mia. Mal abgesehen davon, nee, er veröffentlicht ja keine Daten von... Er Ständig sagt, wenn irgendjemand mit seinem mit dem Auto an der Schanze vorbei ständig sagt, oh, ich muss doch eben die, die Kennzeichen von denen aufschreiben. Aber ist ja egal, sind ja nur Hater. So. Sachbeschädigung von... Äh Hä? Wir waren jetzt bei Daten veröffentlichen, hat er jetzt wieder nur über sich gesprochen und nicht über die Hater. Ja, einfach generell Sachbeschädigung. So, ich muss mal kurz die Polizei anrufen. Moment. Ach so, da bin ich wieder. So, Sachbeschädigung. Ähm, bei Sachbeschädigung habe ich ein Plus und ein Minus gemacht bei mir, weil ich auch schon Eigentum von Hatern beschädigt habe. Da unter anderem eine Brille von einem Hater und ein und der Schaden am Auto bei aufgelaut und zugeschlagen. Es sind sogar schon mehrere Brillen zu Schaden gekommen. Ähm, also Brillen, ähm, Handys und ähnliche Sachen. Also gar mal Auto, das ist aber schon ganz, 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 ganz lange her. Das hat auch was, das ist auch was ganz anderes, das hat auch mit dem heutigen Zeug gar nichts mehr zu tun. Das ist wirklich so halt mit der Sachbeschädigung, dass ich da halt wirklich Straftaten begangen habe. Ja, also ich habe wirklich Sachbeschädigung begangen, deswegen ein Minus. Und ich mache das aber eigentlich nicht. Wenn ich es vermeiden kann, lasse ich es. Äh, ich habe das hin und wieder mal gemacht, aber. Erstens mal steht es in keinerlei Verhältnis zu dem, was die Hater bei mir angerichtet haben? Und das ist Natürlich. Er, er hat auch schon Sachbeschädigungen begangen, aber das ist ja nichts im Gegensatz zu den anderen. Und er macht das ja nur wegen den Hatern. Ne? Wenn du den Wasserschlauch nimmst und einfach mal random Leute anspritzt, die auf der Straße stehen, ganz ehrlich, derjenige kann auch ein Handy in seiner Hosentasche haben, dann weichst du die ganze Tasche durch. Das ist Handy kaputt. Einfach so. Das kann ja auch passieren. So, er nimmt auch, er, er nimmt bei sowas auch wissentlich im Kauf, dass irgendwas kaputt gehen kann. So, äh, nee, nee. Thema Sachbeschädigung. Wann immer er die Möglichkeit hatte. Wann immer er die Möglichkeit hatte. Er hatte ja so selten Möglichkeiten, das war das Problem. Ne? Er hat sich hinter einem Busch versteckt, hat darauf gewartet, dass ein Auto vorbeifährt, dann hat er was auf das Auto geschmissen. Wann immer ein Hater in Reichweite für seine Patschehände war, hat er durch den Zaun gegriffen und hat versucht, irgendwas von dem Hater zu greifen. Rainer begeht keine Sachbeschädigung, Rainer macht die Sachen von anderen Leuten nicht kaputt, weil Rainer nie die Möglichkeiten hat. Und, 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 und in den wenigen Momenten, wo er mal die Möglichkeit hatte, dann hat er das auch getan. Nee. Plus minus null bei ihm ganz sicher nicht. Die individuellen Personen waren oder nicht, spielt im Moment erstmal keine Rolle. Es ähm, also das ist Fakt, dass ich das nur bei manchen, bei wenigen gemacht habe. Von den Hunderten von oder Tausenden von Hatern, die hier waren, waren das vielleicht einer unter Hunderten oder unter Tausenden, wenn überhaupt. Ähm, und davon wiederum haben aber fast jeder zweite oder jede dritte haben irgendwie Sachen aufs Haus geschmissen, vor allem im letzten halben Jahr. Ä Auch das ist ein Thema, darüber habe ich mal gesprochen, vor, vor ein paar Videos. Das erwähne ich nochmal kurz. Ne? Ursache, Wirkung, wir reden ne er redet immer nur von den Endergebnissen die hater bekommen minus weil die haben Böller geschmissen die hater bekommen minus wegen Sachbeschädigung die hater bekommen minus deswegen 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 er er isoliert diese Fälle so dass das in einem Zusammenhang steht, dass es einen Grund hat, warum die Leute da sind, dass es einen Grund hat, warum die Leute das machen. Das nee, nee, das macht er nicht. Das hat er, das was er im Internet macht, hat ja nichts damit zu tun, was die Hater vor seiner Tür machen. Er nimmt diese Fälle und isoliert die so, dass er dann sagen kann, das ist schlecht. So, das, das ist einfach so. Äh, von den fünf vorhin haben auch drei Leute mit Sachen geschmissen. Also. Ja, sogar mehr als jeder zweite. Das wäre die Sachbeschädigung, Deswegen. Äh, Sachbeschädigung von den Hatern aus kann man definitiv keinen Plus geben. Das ist ein definitiv ein Minus. Fängt ja allein bei den Tor an, was die alles kaputt gemacht haben. Geht über die. Geht über die ganze Filmerei, geht über die ganze Wende von meinem Haus, geht sogar auf der Straße. Geht über die ganze Filmerei, hat er gerade gesagt. Ich weiß jetzt schon, was der nächste Punkt ist. Der nächste Punkt auf seiner Liste ist Videos. Dass die Hater bei ihm vor der Tür stehen und die ganze Zeit Videos von ihm und seinem Grundstück und seinem Haus machen. Das weiß ich jetzt schon, weil das ist jetzt schon in seinem Kopf drin. Auch auf öffentlichem Grund, auch zwischen dem Skirchen und Schauerberg, überall haben sie an Wände geschmiert, an Bäume geschmiert, an irgendwelche Gebäude geschmiert, äh, an mein Haus geschmiert, ähm, mein, mein Tor beschädigt, dass ich es das sieben, acht Mal ersetzen musste, austauschen musste, schweißen musste und so weiter. Ähm, und allein wie mein Haus aussieht, okay, äh, wir waren. Wenn er bei der Kategorie Sachbeschädigung gesagt hätte, wir kriegen beide Minus, wäre das doch in Ordnung gewesen. Ich, ich stelle ja nicht in Zweifel, niemand stellt in Zweifel, dass die Hater über die Zeit, die Besucher, die Pilger über die Zeit auf seinem Grundstück ein paar Sachen kaputt gemacht haben. Das, 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 kann, man, das kann man ja nicht verneinen. Das ist ja einfach so bewiesenermaßen. Aber dann, dann gibt er sich selbst wieder fünf Pluspunkte, weil er sagt, ja, das ist in letzter Zeit besser geworden. So. Nee. Nee. Wenn ich... Auch, auch das ist wieder das Problem. Die Hater sind eine amorphe Masse und es wird alles zusammen. Dass das 500 Leute, ach, das 5000 Leute, ganz ehrlich, wie viele Leute waren in den letzten acht Jahren, er, will, er möchte ja über die letzten acht Jahre reden, wie viele Leute waren in den letzten acht Jahren da zu Besuch? Keine Ahnung, ein paar tausend oder so? Du kannst doch nicht sagen, 5000 Leute, ich, ich vergleiche das, was ein Mensch kaputt gemacht hat. Mit dem, was 5000 Menschen kaputt gemacht haben. Aber die haben ja mehr kaputt gemacht. Natürlich, weil es 5000 mal mehr Menschen sind. Wenn, wenn ich überlege, wie oft, wie häufig Rainer Sachen kaputt gemacht hat. So, hier, hier mal... Äh auch, auch Sachen an seinem eigenen Haus, ne, ist klar. Wir wissen, dass ein paar von den Fenstern hat auch selber kaputt gemacht. Aber er hat, er hat selber gesagt, er hat gesagt, es haben mehrere, er hat mehrere Brillen kaputt gemacht. Das, mit, das Auto, was er kaputt gemacht hat. So, das sind ja schon mal, schon mal alleine vier Sachen, die mir jetzt gerade spontan einfallen. Wie viele Hater stehen denn bei dir vor der Tür, die schon mal viermal Sachbeschädigung begangen haben? Wie viele Leute sind ein einziges Mal da, weil sie weit weg wohnen? Die fahren dann einfach mal vorbei und dann werfen sie einfach mal einen Stein. Aber das hat das Problem. Er, er vergleicht sich ja mit einer amorphen Masse von Menschen. Er, er weiß ja gar nicht, wie viele Leute das sind. Die haben viel mehr gemacht. Ja, ja, natürlich, ist klar. So. Eine Gruppe von 500 Menschen, keine Ahnung, die haben, machen viel mehr Umweltverschmutzung als ich alleine. Aber deswegen, keine Ahnung, das macht mich noch nicht zum Chef von Greenpeace. Und jetzt bei Sachbeschädigung. Definitiv bei den Hatern ein äh, definitives fettes Minus. Äh, wenn ich mehr Minuspunkte geben könnte, würde ich 10 Minuspunkte geben, aber es sind eben 5, weil wir ja nur mit 5 rechnen, damit das alles fair bleibt. <laughs> das hier hat nichts mit fair zu tun. Ne? Der Sachschaden, der bei mir entstanden ist, steht in keinerlei Relation zu dem, was die Hater bei mir schon an Schaden angerichtet haben. Ich weiß nicht, der, der Sachschaden, der sich auf mein Grundstück beziehungsweise auf, auf das Eigentum von mir bezieht. Äh, Sind bestimmt 3,50. Äh, bezieht sich wohl auf um die, auf die, um die 40 bis 40.000, 50. 50.000 Euro. Der Sachschaden, den ich bei Hatern angerichtet habe, beläuft sich maximal auf vielleicht ein Tausender. Im Ganzen. Ne? Äh, von daher. So, Diebstahl. Äh, ich habe, glaube ich, mein Leben lang noch nichts gestohlen. Zumindest nicht bewusst. Ich wüsste nicht, dass ich irgendjemandem mal was gestohlen haben sollte. Geistiger Diebstahl. Deswegen plus fünf bei mir. Also weder mit den Hatern noch mit irgendjemandem in der Öffentlichkeit. Ich habe niemanden, irgendjemanden, jemals was gestohlen. Vor allem, weil ich so. Ich bin jetzt mal gespannt, wie er jetzt argumentiert, was die Hater denn, was denn der Diebstahl bei den Hatern ist. Weil die Hater kommen dahin, die Besucher kommen dahin, die ärgern ihn, ne? Die werfen auch ab und zu mal einen Stein aufs Grundstück. Aber da, da findet kein großer Diebstahl statt. Ich möchte mal gerne wissen, was die Hater jetzt geklaut haben. So was auch Vorurteile und sowas sogar anschwärzt, das heißt, wenn ein Kumpel von mir ist, ja, das, das kann auch ein Kumpel von mir bestätigen. Äh, oder ehemaliger Kumpel, aber mittlerweile ist es keiner mehr. Genau. Also Diebstahl min, äh, plus 5 bei mir. Diebstahl bei den Hatern minus 5. Also es fängt, es fängt schon mal bei den Sachen an vor Jahren, wo sie über meinen Zaun geklettert sind und in meine Garage gerannt sind und aus meiner Garage Sachen geklaut haben. Bis hin zu der Tatsache, wo sie... Auch vor kurzem, äh, in, in, Ende letzten Jahres, das ist auch noch nicht so lange her, das war irgendwann Ende Dezember, ist einer über meinen Zaun geklettert, oder warst du sogar schon Anfang Dezember, ich weiß es gerade gar nicht, ist über meinen Zaun geklettert, ist zu meiner Garage gerannt, hat aus meiner Garage... Ähm, <laughs> hat aus meiner ja, jetzt ist er aber hart am Überlegen. Was hat der Hater denn aus seiner Garage geklaut, Dicker? Hm? Erzähl mal. Hättest du dir vorher die Lüge ausdenken müssen? Aus meiner Garage... Ähm, wie sagt man? Ich habe den Namen vergessen. Äh, hat aus meiner Garage... Nee, hat, hat von, meiner, von der Wand meiner Garage äh, die, die Zielscheibe, die ich zum Bogenschießen benutze, äh, entfernt, hat die mit rausgenommen zum vor das Tor und wollte die auch klauen. Äh, die Polizei hat die Person dann erwischt. Ich habe die Person dann noch angezeigt wegen Diebstahl. Also ist es definitiv auch Diebstahl gewesen. Und deswegen, das ist ein relativ aktueller Fall und das gab es auch im Laufe der Jahre immer wieder. Die Hater haben sich also kein Stück verändert in der Hinsicht. Wie gesagt, das ist natürlich eine Verallgemeinerung auf Hater, aber man kann nicht jede einzelne Person von Hatern gleichstellen. Deswegen ist es eine Verallgemeinerung. Ich möchte nur, dass Leute, die das, äh, na, die sich immer stolz drauf sind, dass. Kategorie Diebstahl: reiner plus 5 Punkte, Hater minus 5 Punkte. In der Kategorie Diebstahl. Es sind alles nur, ganz ehrlich, es sind alles nur ausgedachte, ausgedachte Zahlen. Ist vollkommener Quatsch. Dass sie Hater sind, auch wissen, was Hater eigentlich wirklich alles für Scheiße bauen. Das kommt davon, wenn man Schulnoten auf einer, wenn man Schulnoten auf einer Sonderschule bekommt. Man hat keine Ahnung, was Zahlen bedeuten. Weil ich wäre nicht stolz, Teil einer Gruppierung zu sein von Leuten, die hier Straftaten ohne Ende begehen. Aber das ist nur meine Meinung. Was bin ich stolz, Teil dieser Gruppierung zu sein? Was die Hater für großartige Sache gemacht haben. So. Das, über, das überstrahlt einfach alles. Ich sage ja auch nicht. Ne, ich sage ja auch nicht, dass äh, jeder Mensch, der bei Rainer vom Haus steht, ein Engel ist. Ne, ist klar. Aber die positiven Sachen, die aus dieser Community herausgekommen sind, überstrahlen einfach bei weitem die negativen Sachen. Rainer möchte es genau andersrum darstellen. Bei Rainer ist es alles halt nur negativ. Dass wir jedes, dass wir, ich sag jetzt wir, nee warte, dass die Hater-Community jetzt schon zwei Jahre in Folge im Oktober irgendwie einen Spendenstream veranstaltet hat. Was, was im Drachen-Game, was in, was in der Hater-Community schon an Geld gesammelt wurde für einen guten Zweck, Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Wir haben Geld gespendet an die Flutopfer und so weiter. So viele kreative Sachen. Leute, die tolle Musik machen, Leute, die irgendwelche Modelle von, von der Drachenschanze bauen und so weiter. Kreativität. Da zähle ich mich doch nicht mal zu. Ich bin nicht, ich bin nicht kreativ. Ich bin hier ein Kasper, der hier sitzt und irgendwelche Scheiße labert. Und aus irgendeinem Grund hört ihr mich gerne an. Ich meine, es gibt wirklich kreative Leute, die Leute, die Musik machen oder so. Die Leute, die irgendwelche VOTs schreiben, die Leute, die irgendwelche Gedichte über Rainer schreiben. Wie viel Kreativität da drin ist. Dass der Wahnsinn. Ich bin stolz, Teil dieser Community zu sein. So. Ähm, das nächste nach Diebstahl wäre Belästigung unbeteiligter. Äh. Nein. In dieser Kategorie kann Rainer nicht besser wegkommen als die Hater. Nee, nee. Hier muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt selbst im Zwiespalt, ähm, weil äh, ich... Du kennst keinen Zwiespalt in dir. Du erzählst immer nur davon. In deinem Kopf spielt so dermaßen laut die Kapelle und den ganzen Tag spielt sie, ich bin der Beste, alle anderen sind scheiße. Nee, er ist nicht im Zwiespalt. Persönlich will niemanden belästigen. Ich will weder meine Nachbarn noch irgendwelche fremde Menschen, äh, in welcher Form auch immer, mit in diese Sache hineinziehen. Aber ich muss trotzdem mein Leben vergammeln und, Geld ver und irgendwie Geld bekommen. Deswegen mache ich YouTube. Will ich nicht. Wollte ich auch nie. Wenn du deinen Nachbarn nicht, be nicht belästigen möchtest, hättest du die Chance, deinen Nachbarn nicht zu belästigen. Aber du entscheidest dich dagegen, indem du, indem du dich um 2 Uhr nachts hinsetzt und diese Videos aufnimmst, Dicker. Meine Güte. Und ähm, mein Kumpel, mit dem ich das vorhin durchgegangen bin, der meinte, ich soll einfach plus 5 machen. Ah, Kumpel. Weil ich kann ja nichts dafür, wenn Leute so eine Scheiße machen. Ähm. Und das ist ja eigentlich auch richtig. Ich kann ja nichts dafür, wenn Hater in die Sache Unbeteiligte hineinziehen. Meine Familie, meine Freunde, meine Bekannten, meine Nachbarn oder auch mir völlig unbekannte Menschen. Äh, zum Beispiel wurde meine Frau äh, als meine Freundin bezeichnet, die überhaupt nicht meine Freundin war. Also keine Ahnung, was das sollte. Ja, wie auch immer. Jedenfalls, äh, so viel schauen wir dazu. Dann die, äh, äh, genau, die Sache. Alter, da war jetzt wieder so ein harter Schnitt drin. Das ist ja Wahnsinn. Also ich, glaub, ich glaube, in diesem, wenn dieser Typ schon Schnitte macht, ne, ich glaube, in diesem Video hat er sich echt ganz, hat er echt ganz schön viel Scheiße gelabert. Wenn er schon der Meinung ist, wir wissen alle, was er für One Taker hochlädt, ne? Wenn der schon der Meinung ist, dass er so viel schneiden muss, in dieser Nacht ist nicht viel Gutes aus seinem Mund gekommen, ey. Von den Hatern, Belästigung Unbeteiligter. Ja, ähm, man muss jetzt dazu sagen, ich habe das Ganze aufgeteilt in zwei Kategorien, in Belästigung Unbeteiligter und in Schädigung Unbeteiligter. Belästigung Unbeteiligter ist zum Beispiel auch die Lärmbelästigung, die sie hier vor Ort gehen, wenn sie hier rumschreien, aber das haben wir ja bei Lärmbelästigung schon. Aber Belästigung Unbeteiligter ist zum Beispiel auch, wenn sie bei Leuten von meiner Nachbarschaft, von meinem Bekanntenkreis oder aus meinem Freundeskreis anrufen, bei deren Firmen anrufen, wo sie arbeiten oder ähnliche Sachen, wo sie einfach anderen Leuten, andere Leute belästigen, ähm, die einfach mit der Situation selber nichts zu tun haben, die dann nicht. Mir ist kein Beispiel bekannt. Ich kann mir auch im Leben nicht vorstellen, warum sollte ein Hater. Jetzt bei jemandem, ich meine, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mal ein Späßchen machen bei mal ein machen bei dem Typen, der in Rewe an der Kasse arbeitet oder so, ne? Das, weil das ist ja nun mal, das ist ja nun mal sein Rewe. Was weiß ich. Wer, was ist denn da ein Beispiel von jemand, der Rainer kennt und dann ruft jemand davon die Firma von demjenigen an? Wie, wie, soll, denn das, wie, wie soll denn dieses Telefonat ablaufen? Sie haben einen Mitarbeiter. Der Mitarbeiter kennt den YouTuber Drachenlord. Ich möchte bitte, dass Sie diesen Mitarbeiter drangsalieren oder kündigen dafür. Da zeigt dir doch jeder einen Vogel. So was passiert doch nicht. Quatsch. ...dann ändern können oder sonst was. Und das kam in den letzten Jahren, so auch erst kürzlich, regelmäßig vor. Und das kommt immer wieder vor. weil Ich denke, dass das einfach schlicht gelogen ist. Hater einfach immer wieder auf Leute losgehen müssen, die mit mir in irgendeiner Art und Weise in einem halbwegs positiven Zustand sind. Rainer hat vor drei Monaten, auf, äh, vor drei Wochen mal auf Twitter einen kleinen Schnipsel gesehen, wo jemand auf dem Rewe-Parkplatz Marion angesprochen hat. Und das ist jetzt wieder einmal in seinem Kopf drin und in seinem Kopf werden daraus jetzt. Die Hater greifen jeden an, der irgendwas mit mir zu tun hat und darunter müssen 100 Leute leiden. So, und das war ein Typ, der auf dem Rewe-Parkplatz Marion angesprochen hat. Und Rainers Gehirn hat daraus jetzt wieder einen Weltkrieg gemacht. Das ist auch aktuell noch der Fall. Also da gibt es definitiv nichts drum rum zu, zu reden. So, dann haben wir Rufschädigung. Wäre die nächste Kategorie. Die Rufschädigung bezieht sich vor allem darauf, dass man über Leute aussagt. Dass sie irgendwas gemacht haben, was sie nicht gemacht haben, dass sie so und so sind, so und so handeln, so und so denken oder sonst irgendwas. Also im Prinzip, wenn man deren Ruf schädigt, dann ist es natürlich eine Straftat. Ähm, ja, eine Straftat auch, aber es ist. Ich habe es jetzt gerade ein bisschen verloren. Wir waren jetzt bei Schädigung, Rufschädigung. Hä? Keine Ahnung. Ist halt auch eben rufschädigend und. Ich muss das Punktesystem von dem Sonderschüler nicht verstehen. habe ich auch nie gemacht. Ja, ich habe viel äh, über Hater geredet, ich habe viel... Der sitzt bei sich zu Hause und regt sich darüber auf. Dass, dass die Polizei nicht jeden Hater, der bei ihm vor der Tür steckt, mitnimmt und ins Gulag steckt. so, Weil das sind ja alles, wir sind ja alles durch und durch böse Menschen. So, Rufschädigung. Ich, vor, vor einer Weile habe ich noch ein Video gesehen, wo waren das? War das im laber video 002 oder so? Da hat er gesagt, die Hater würden behaupten, dass sie Geld für, für einen guten Zweck, das ist ja alles gelogen. Wir würden ja überhaupt nie was Gutes für andere Menschen machen. Das ist keine Rufschädigung, dass er sich jeden Tag hinsetzt und, und der Welt erzählen möchte, dass die Hater ja... Wirklich die schlimmsten Menschen der Welt sind. Letztens hat er noch erzählt, die Leute, die bei ihm vorm Haus stehen, die müssten alle mal ein paar Wochen in die Psychiatrie, um mal durchgecheckt zu werden. Das ist keine Rufschädigung. Sachen von Hatern erzählt, aber man muss auch ja dazu sagen, dass es definitiv auch Sachen sind oder waren, die definitiv von Hatern auch begangen wurden. Also, ich habe jetzt nie irgendwie gesagt, der, und der hat das und das gemacht oder sowas, wenn das nicht der Fall war. Die Hater dagegen schädigen meinen Ruf, wo sie können. Sie erzählen Geschichten über mich, sie sagen, ich sei Nazi, sie sagen, ich sei Neonazi, sie sagen, ich sei Punk, sie sagen, ich sei Mettler. sie sagen, ich sei hip ich sage, ich sei das, ich sei das, ich sei jenes, ich sei jenes. Das ist doch nicht, das ist, Herr Rainer, warum guckst du eigentlich in zwei verschiedene Richtungen? Ist es, ist es jetzt eine strafbare Rufschädigung, zu behaupten, dass jemand Hip-Hopper ist? Uh. Und das ist einfach rufschädigend für mich. Ähm, ja, das ist definitiv. Oder auch wenn sie bei meiner Firma anrufen. Man, man stelle sich mal vor, jetzt kommt er wieder mit der Geschichte. Vor acht Jahren haben ja Hater in meiner Firma angerufen und deswegen wurde er rausgeschmissen. Man stelle sich mal vor, irgendjemand auf der Welt müsste irgendetwas sagen, um den Ruf von Rainer Winkler zu schädigen. Da, da gibt es nichts mehr, Rainer. Etwas, etwas über dich zu sagen im Internet ist wie eine Bombe auf Aleppo schmeißen. Da kann man auch nicht mehr viel kaputt machen. So. Und das hast du alles gemacht, mein Freund. Äh, weiß ich nicht. Ich muss ja nicht behaupten, dass du gerne mal Geschlechtsverkehr mit großen Wassertieren hättest. Das muss ich nicht lügen. Das hast du selber gesagt. Da gibt es Aufnahmen von. Und von so vielen anderen Sachen auch. Aber gut, dass die Hater deinen Ruf kaputt gemacht haben, Dicker. Und sagen, der hat das und das einmal gemacht und das und das einmal gesagt und so weiter. Wenn die in der Firma anrufen, wo ich gearbeitet habe, das ist auch rufschädigend, sowas. So. Äh, uh, Belästigung mit Rufschädigung hatten wir auch schon. De dementsprechend habe ich Rufschädigung bei mir plus 5 und bei den Hatern minus 5, weil sie halt einfach Rufschädigend, R Rufschädigend sind. So, dann hätten wir das vorletzte, das wäre Schädigung Unbeteiligter. Da geht es vor allem um. Er hat sich. Jetzt, jetzt macht er nochmal Schädigung Unbeteiligter. Hatten wir das nicht gerade? Es macht keinen Sinn. Hört mir auf. Er hat sich selber plus fünf Punkte gegeben, weil er kann keine Ruhe, er kann keine Rufschädigung, er, er hat keine Rufschädigung bei den Hatern gemacht. Er ist doch niemals in der Lage gewesen. Er hat, er hat, er hat alles versucht, um in der Öffentlichkeit die Hater schlecht dastehen zu lassen, aber er hat es ja nie geschafft, er ist nicht in der Situation. Das ist ungefähr das gleiche wie, er könnte jetzt auch sagen, er könnte jetzt auch Punkte geben für Hater minus fünf Punkte, weil die Hater ihre, zu Hause ihre Freundinnen schlagen? Und er bekommt plus 5 Punkte, weil er nie seine Freundin geschlagen hat. Weil er nie Gelegenheit dazu hatte. Das ist jetzt ungefähr auf einem Level. Ich, es sind jetzt noch knapp 13 Minuten. Ich habe große, hab große Lust, das jetzt einfach durchlaufen zu lassen. Ich versuche mal jetzt ein bisschen mehr zu, zu, ähm, zu ignorieren, dass sein Punktesystem ein dummes Sonderschulpunktsystem ist. Und versuche einfach nur ein bisschen jetzt noch, äh, jetzt noch gezielter auf Sachen einzugehen, die er einfach sich, sich schön rendert. So Leute, die bei Amazon anschreiben oder, oder anrufen, die dann irgendwelche Kreditkarten fälschen, die dann irgendwelche... Oh, schlag mich tot. Äh, die dann anfangen, äh, bei Pizza-Lieferservice -Liefer Tausende von Pizzas zu bestellen, alle auf meine Adresse, die dann hierher schicken und die dann der pizza -Lieferant wieder mitnehmen muss, weil sie ja nicht meine sind. Ähm, und, und weil halt das einfach... Das ist halt schädigend für den Beruf von diesen Personen. Das fängt auch bei dem Taxiunternehmen an, das mich zum... Äh das ist schädigend für Herrn Amazon, ja. Dass mich zum Ding gefahren hat, zum Gericht. Da haben sie auch sofort angefangen, drauf rumzuhacken. Gut, da muss man dazu sagen, es gab auch welche, die sich da ein bisschen verbessert hatten. Die da hatten dann wieder was dagegen unternommen. Aber das gab es dann danach wieder mit anderen Fällen und dann hat es einfach geheißen, äh, ja, die, die schädigen einfach alles, was geht. Ja, also, man könnte jetzt sagen, es ist bei den Hatern ein Plus-Minus, wenn man zwei Augen zudrückt und sich ein Ohr zuhält. Und so die Hälfte vom Mund. So, schauen wir mal, ob wir das Video jetzt noch zu Ende bekommen. Ja, mal gucken, ob du die Hälfte von deinem Mund noch zuhalten kannst nach deinem ersten Schlaganfall. Da musst du keine lustigen Grimassen mehr ziehen, Da machst du die Grimasse einfach immer dicker. Oder ich vorher noch am Hater ausmachen muss, auch wenn ich es eigentlich verabscheue. Ähm, ja, also Schädigung. Was ist eigentlich mit Drohung, Rainer? Hm? Die Kategorie wirst du ganz bestimmt nicht drin haben. Drohung. Bei dir minus 5. Wie oft habe ich in irgendwelchen Besuchervideos gehört, dass du einfach rausgehst und... Die, und die Leuten wirklich ins Gesicht schreist, dass du sie umbringen willst. Ist das was Gutes? Würdest du dir dafür fünf Punkte abziehen? Hm? Aber die Hater, die Hater. Unbeteiligter ist bei den Hatern ein ganz großes Ding und dementsprechend. Nee, nee, das ist vollkommen falsch. D das, sind wirklich, das sind wirklich Kollateralschäden. Ich habe schon von so vielen Leuten gehört, die dazu Besuch waren, die gesagt haben: Ah, ich habe mich da nicht so gut gefühlt, davor zu stehen, weil ne, er wird ja dann doch laut und die Leute denken halt schon ab und zu mal an die Nachbarn. Das sind halt Kollateralschäden, so. Und bei manchen Leuten, wo man mal einen doofen Spruch sagt, wo man mal einen doofen Spruch sagt, weil man weiß, dass sie dich noch ein bisschen unterstützen, das gehört ja dazu. Dass Rainer jetzt sagt, dass andere Leute, dass andere Leute in Mitleidenschaft gezogen werden von den Hatern, war schon immer ein Riesenpunkt. Nee, das, das ist einfach falsch. Wisst ihr was, wir machen Plus Minus draus. Ganz ehrlich, weil es gibt ein paar vereinzelte Hater, die dann dagegen sind, dass dann Unbeteiligte mit hineingezogen werden. Ähm, das gilt zwar nicht für die Belästigung, aber das gilt für die Schädigung. Ja? Ähm, das wird sogar deutlich so ausgesagt, ja, für die Schädigung Unbeteiligter. Äh, ne, weil da wurde sogar, wurden sogar Kommentare halt geschrieben bei dem Unternehmen auf Google, ne, wo dann da Schädigungen gemacht wurden, indem da halt dann einfach schlechte Bewertungen auf Google waren und so. Und da wurde sogar unter anderem gesagt, ja, lasst die in Ruhe und so weiter, die können auch nichts dafür, die sind ja Dienstleister, die haben auch nur ihren Job gemacht, bla 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 bla, bla. Und äh, dementsprechend muss man natürlich das schon ein bisschen würdigen. Also wie gesagt, ich bin fair. Ja, da haben sie Interessant, dass Rainer. Er ist fair. Hm? Er, ist, er ist fair, er ist ein gütiger König. Interessant, dass Rainer jetzt die Leute, die bei Google da drunter kommentiert haben, lass die doch, die machen doch nur ihren Job, dass er diese Leute, die das kommentiert haben, trotzdem zu den Hatern dazu zählt. Und da jetzt sagt, da mache ich jetzt plus minus draus, weil anscheinend war da ja ein Hater, der auch gesagt hat, die können nichts dafür. Wer sagt denn, dass die Person, die das da, hä? Weiß ich nicht. Das kann doch auch eine unbeteiligte Person gewesen sein. Eine Person, die mit dem Drachengame gar nichts zu tun hat. Eine Person, die da vielleicht in der Nähe wohnt und weiß, wer Rainer Winkler ist und die weiß auch, warum Leute diese negativen Kommentare schreiben. Und er schreibt drunter: Hey, das hier ist ein ortsansässiger Unternehmer, der macht eine gute Arbeit, der hat das nicht verdient, nur wegen dem Dicken jetzt irgendwie schlechte Kommentare zu haben. Rainer glaubt dann sofort, alle Leute, die da drunter kommentieren, sind ja irgendwie Hater. Und also gab es dann bei ihm auch ein paar Hater die dann gesagt haben, ist nicht so schlimm. Okay, alles Hater, alles Hater. Da, da gibt es Hater, die sind positiv, aber das sind halt vereinzelte. Ne? Also wie gesagt, eigentlich muss man es verallgemeinern. So, aber da haben sie, muss man dazu sagen, auch sehr positiv reagiert und haben sogar die Bewertung noch besser gemacht, als sie, glaube ich, vorher war. So, Entsorgung von Müll. Äh, dabei geht es vor allem darum, was Leute auf mein Grundstück schmeißen. Leute, die meinen Kanal oder auch meine mein Videos und Streams aktiv verfolgen, die wissen genau, bei mir zu Hause wird sehr viel Scheiß auf mein Grundstück geschmissen und so weiter. Ich habe im April letzten Jahres. Den ich weiß, dass dein Grundstück komplett zugemüllt ist und dass nur ein verhältnismäßig kleiner Teil davon von den Hatern kommt, ja. Den kompletten Hof sauber gemacht, ich habe ihn gekehrt, ich habe mir auf eigene Rechnung zwei, nee, einen Container hingestellt, habe den kompletten Container innerhalb von einem Tag voll gemacht, habe alles da reingeschmissen, was ich hatte, ähm, und habe den dann weg, habe den dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag abholen lassen. Und äh, da ist es definitiv so. Ich habe gerade ein Meme im Kopf. Ich kann das jetzt nicht raussuchen. Kennt ihr dieses Meme, wo die so eine Besprechung haben und dann sagt der eine Typ, wir brauchen jetzt unbedingt eine neue Idee für unser Produkt? und dann sagen sie immer die gleichen Sachen und dann sagt dieser eine Typ dann halt die gleiche Sache mit noch einem unwichtigen Detail dabei und alle machen so wow ich werde das auf ich werde das ich werd das machen und auf Twitter posten dieses, das ist ich stelle mir gerade dieses Meme diese Besprechung vor dann sagt dann sagt der eine Reiner zu dem anderen Reiner ähm, wir müssen ein Video machen wo wir immer die gleiche Schallplatte erzählen aber was haben wir letztes Mal schon gemacht was machen wir denn jetzt wir erzählen die gleiche Schallplatte mit einem Punktesystem und alle, wow, das ist die beste Idee, die geht. So dass, ähm, ja, trotzdem das jetzt noch schlimmer aussieht, nach nicht mal einem Jahr es sieht es schlimmer aus, als es zuvor ausgesehen hat. Das ist schon heftig. Also, es ist wirklich, 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 wirklich schlimm. Ähm, genau. Kommen wir äh, zu meiner eigenen Wertung: ähm, Müllentsorgung. Dabei geht es vor allem darum, dass man Müll auf dem Grundstück anderer entsorgt. Man kann eigentlich sagen, das ist ein Plus-Minus-Fall, Lass ich auch mal als Plus-Minus stehen tatsächlich, einfach deswegen, weil äh, viele Sachen, die die Hater auf mein Grundstück stellen, wie zum Beispiel Dosen und so weiter, ich in meinem, meiner Wut packe und auf die zurückschmeiße. Nicht alles natürlich, aber vieles. Das spricht jetzt für ihn? Ähm, Mache ich inzwischen auch nicht mehr so viel wie früher und... Nee, weil du dich nicht mehr bücken kannst, Mann. Ich habe dich gesehen, wie du, wie du Beat Saber gespielt hast. Und, äh, wenn man die Mengen bedenkt, was die Hater hier an mein, auf meinen Zaun und auf mein Tor schmeißen und auch auf mein Grundstück schmeißen, so viel kann ich gar nicht zurückwerfen, was die da teilweise drauf schmeißen. Dann kommen halt auch Leute, die dann noch Sachen wie komplette äh, Reifen und so einen Scheiß auf mein Grundstück schmeißen. Das kann man halt auch einfach noch mal anders kategorisieren. Es ist definitiv daneben. Also Müllentsorgung auf meinem Grundstück für die Hater definitiv Minus. Bei mir mache ich ein Plus-Minus hin, weil ich das halt bei weitem nicht in dem Maßstab mache wie die Hater, weil ich es nicht auf ihr Grundstück mache und weil ich ähm, das eigentlich auch in der Situation des Zorns mache, was ja eigentlich auch keine Ausrede ist, sondern halt lediglich. Du bist also ganz schön viel, du bist also ganz schön zornig in deinem Leben, weil du ja verdammt lange Zeit gebraucht hast, um deine, um dein Grundstück zuzumüllen. Also, jetzt mal ohne Scheiß, er hat sich plus minus null gegeben. Reiners Grundstück grenzt schon an illegale Müllentsorgung. Also schon bis, bis zu dem Punkt, wo man sagt, man könnte mal langsam überlegen, ob man ihn dafür anzeigen könnte. Ne? Mal abgesehen davon, dass ich vor zwei Jahren auch gesehen habe, dass wir alle in dem Video gesehen haben, dass er einfach mal auf seinem Hof seinen Rudi, den roten Rudi aufgebockt hat und da einfach mal einen Ölwechsel gemacht hat, was ebenfalls illegal ist. Aber. Ganz ehrlich, so zugemüllt wie das ist, was da so für Metallschrott irgendwie auch, auch noch liegt oder so, was da, was da auf diesem Grundstück, ganz ehrlich, was da auf diesem Grundstück über die Jahre ins Grundwasser gesickert ist, das ist nicht in Ordnung. Das ist, das ist an der Grenze zu krimineller Müllentsorgung, was dieser Mann auf seinem Grundstück gemacht hat. Aber gut, dass er sich plus minus null gegeben hat. Aber die Häter bekommen ja Minus, weil die werfen ja Getränkedosen aufm, aufs Grundstück. Das ist ja sogar, das ist ja sogar noch was wert. Da kriegst du sogar noch Pfand für beim Rewe. Eine Situation, die halt ein bisschen geknackt ist. Situation. Gut, äh, so viel erstmal dazu. Ähm, dann würde ich sagen, das war's. Erstmal mit der Kategorie. Äh, ihr dürft jetzt gerne mal durchrechnen. Ich mache das offscreen mal schnell. Aber bevor ich offscreen gehe, sage ich euch nochmal kurz die Wertungen. Also von den Hatern, nee, meine Aussagen. Dumme Aussagen minus 5. Videodiebstahl plus 5. Jetzt geht da noch mal alles durch. Natürlich geht da noch mal alles durch. Wieso nicht? Hey, morgen ist Montag. Ich freue mich auf den Dragon Monday. Hausfriedensbruch plus 5, Körperverletzung minus 5, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz plus 5, Lärmbelästigung minus plus 5, eigene Daten minus plus 5, Daten anderer veröffentlicht plus 5, Daten, nee, eigene Daten, weil er eigene Daten veröffentlicht minus plus 5, Daten anderer veröffentlicht plus 5, Sachbeschädigung minus plus 5, Diebstahl minus, plus 5, Belästigung unbeteiligter plus 5, Rufschädigung plus 5. Beine minus 1. Schädigung unbeteiligter plus 5 und Müllentsorgung minus plus 5. So, bei den Hatern sieht die Wertung wie folgt aus: Dumme Aussagen minus 5, Videodiebstahl ich, ich glaube, ihr habt gerade was gehört, ne? Sorry, unprofessionell. 5. Nicht, dass wir irgendetwas verpasst hätten. Nicht, dass wir irgend, irgendetwas überhört haben könnte, wie der Dicke da sitzt und... Plus 5, minus 5, plus 5, minus 5 sagt. Hausfriedensbruch, minus 5. Körperverletzung, plus, minus 5. Äh, Verstoß gegen, die, gegen das Sprengstoffgesetz, minus 5. Lärmbelästigung, minus 5. Eigen, eigene Daten veröffentlicht, minus 5. Daten anderer veröffentlicht, plus minus 5. Sachbeschädigung, minus 5. Äh, Diebstahl, minus 5. Belästigung, unbeteiligter... Diese glasigen toten Augen, ne? Minus 5. Beschädigung, äh, nee, Rufschädigung, Entschuldigung, minus 5. Äh, Schädigung, Unbeteiligter, minus plus 5. Und Müllentsorgung, ebenfalls minus 5. Eigentlich ja, haben die alle Punkte verloren, aber mir... Na, Natürlich sie sind ja auch Hater, die sind ja auch böse. Wir machen das mal trotzdem vernünftig. Ich rechne das mal schnell alles durch, für mich. Na, und dann gebe ich euch gleich das Ergebnis noch, wenn es euch nicht schon ausgesehen habt. So, da bin ich wieder. Äh, die Wertung ist interessant ausgegangen. Ähm, eigentlich nicht wirklich unerwartet, aber trotzdem. Bei mir sind es 75. <laughs> ich, ich wollte es gerade sagen. Wir sind ja bei 50 angefangen. 50 war ja der Start. So. Er ist jetzt bei 75. Das heißt, er möchte mir auch erzählen, dass er sich in den letzten acht Jahren auch deutlich verbessert hat. Rainer. Ba Beine minus 1. Gallenblase minus 1. Das ist deine. Das ist bald deine Statistik von den letzten acht Jahren, ey. Punkte? Ich muss, ich, ich muss, immer, an dieses, ich muss immer an diese eine Line denken hier, wie heißt es? Imp hat doch mal zusammen mit so einem Typen so einen Hip-Hop-Song gemacht über das Drachengame. Da gab es so eine Line, da hat er gesagt, das Einzige, was du dir hart erarbeitet hast, ist Diabetes. Plus, wohlgemerkt, bei den Hatern sind es minus 15. Das heißt, ich habe 50 Punkte für beide gehabt, das heißt, ich habe 15 Punkte plus gemacht, habe mich also weiterentwickelt und die Hater haben sich nicht nur weiterentwickelt, sie haben, so unglaublich schlecht, haben sich so unglaublich schlecht gehalten, dass sie sogar ihre 50 Punkte komplett verloren haben und sogar noch ins Minus abgedriftet. Wie absurd das ist. Ähm, ja. So, jetzt kommen wir am Schluss vom Video nochmal zu der Aussage, was genau ist mit diesem Video eigentlich gemeint und was will ich mit diesem Video sagen? Was zur Hölle ist eigentlich in diesem Klüterkopf los, ja? Aber erzähl mal, was, was möchtest du mir mit diesem Video sagen, Rainer? Ich bin gespannt. So, zunächst mal, ich möchte nicht sagen, dass Hater dumm sind. Oh. Das ist vielleicht das, was jetzt viele gedacht haben, das will ich nicht aussagen mit diesem Video. Ich will weder sagen, dass die Hater dümmer sind als ich, noch will ich sagen, dass ich schlauer bin als die Hater. Ähm, nee. Kein Hater auf der Welt kommt auf die Idee, sich ein Punktesystem auszudenken, um dir vorzurechnen, dass wir cooler sind als du. Wer, wer macht denn sowas? Was ich eigentlich ausdrücken möchte mit diesem Video ist einfach das Niveau. Die, die, die Hater haben in den letzten Jahren sich so darauf fokussiert, wie viel besser sie als ich sind, dass sie nicht gemerkt haben, dass sie immer mehr ins Negative abdriften. Sie haben sich das ist der Wahnsinn. Das hat er sich alles selber ausgedacht. Er sagt jetzt, die Hater bekommen gar nicht mit, wie sie ins Negative abdriften. Dieses Negative hat er sich jetzt ausgedacht. Seine ausgedachten 50 Punkte und dann haben sie seine ausgedachten 65 Punkte verloren, damit sie jetzt bei minus 15 sind. Das kommt alles aus seinem Kopf. Und jetzt sagt er, die haben gar nicht gemerkt, dass sie in den letzten Jahren Punkte verloren haben. Was ist denn das hier? Meine Güte, sich in jeglicher Form schlechter benommen als ich es mache. Gut, ich habe mich auch nicht wie ein Engel verhalten. Ich war ehrlich zu allem. Und ich liege dieses Jahr am Strand, Dicker. Und, und dieses Jahr an Weihnachten verbringe ich Zeit mit meiner Familie und esse lecker Kekse. Und du sitzt im Knast. Dumme Aussagen von Beleidigungen über irgendwelche Aussagen, die ich getroffen habe, wie das höchste Wesen und viele andere solche Aussagen, ne? Auch sowas wie mit äh, früher Juden heute Komm, Rainer, Bus bauen. ich, solche Aussagen, all diese Aussagen gehören damit rein. Alles. Und das ist definitiv damals wie heute der Fall. Deswegen gibt es da kein Plus für mich. Es ist ein Minus. Ich labe immer noch viel Scheiße. Aber bei den Hatern. Ja, Ach, seit 38 Minuten und 50 Sekunden, mein Freund. Ist es kein Stück besser? Bei Videodiebstahl. Ich habe nie die Videos irgendwelcher Leute geklaut. Die Hater machen das damals wie heute. Und er geht immer er geht jetzt nochmal durch alle Punkte wieder durch. Es gibt sogar ganze Kanäle und ganze, ganze Foren von Hatern, die sich nur darauf spezialisieren, irgendwelche Videos von mir so schnell wie möglich neu hochzuladen. Damit ich keine Klicks mache. Was sie nicht verstehen, ist, dass ich dadurch erst richtig Klicks mache, weil die Leute sich irgendwann das Original anschauen und das bin nun mal ich. Und das bleibe ich auch immer. Egal wie viele Videos die Hater von mir klauen, ich bleibe das Original. Jetzt mal ohne Scheiß, echt. Er hat die Re-Upper bis heute auch nicht verstanden. Er glaubt ja wirklich, dass er normale Zuschauer hat. Dass er, nee, dass er normale Zuschauer hat, die durch Zufall auf einen Re-Up-Kanal landen und dann sehen, ach nee, warte, dann kann ich mir auch das Original angucken. Nein, wenn der Re-Upper 5000 Views hat, dann sind das 5000 Hater, die dir keinen Klick geben wollen. Das sind 5000 Klicks, die du verloren hast. Du, du hast durch Yue aber nicht auf lange Sicht Views gewonnen. Nee. Hausfriedensbruch, naja. Ich habe keinen Hausfriedensbruch begangen, weder bei einem Hater noch bei sonst jemandem. Die Hater stattdessen begehen in den letzten Jahren immer mehr Hausfriedensbrüche bei mir. Das hat. Der Hund, der im Hintergrund bellt, ist übrigens bei Rainer, nicht bei mir, falls es jemanden interessiert. Vor allem in den letzten Jahren zugenommen. Das gab es ganz am Anfang schon. Und es hat zwar dann zwischendurch immer mal wieder so längere Pausen gegeben, aber im Laufe der Jahre wurde das nicht weniger, sondern sogar mehr. Also müsste man sogar ein zweites Minus dazu machen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil es nur einmal gewertet wurde jetzt. Äh, wurde jetzt bei allen ja nur einmal gewertet. Bei mir und bei der... Ich fasse noch mal eben einmal zusammen. Ne? Wir alle sind da drin. Wir alle kennen Rainer. Ja? So? Okay. Rainer ist bei 50 Punkten angefangen. Und ist bei 75 Punkten gelandet. So wie er in den letzten acht Jahren sein Leben gelebt hat. Die Beweisaufnahme. Euer Ehren, die Beweisaufnahme ist abgeschlossen. den Hatern. Ähm, wobei eigentlich ja müsste man. Ich war sogar zu den, man muss es mal anders sehen. Eigentlich war ich zu den Hatern sogar sehr positiv, weil äh, das stimmt nicht. Ich habe ja nicht nur früher und heute gewertet, sondern ich werte ja auch... Früher und heute zusammen und äh, da müsste man sagen, Hausfriedensbruch hat bei den Hatern früher schon angefangen, sind sie immer noch. Müsste man eigentlich zwei Minus machen und nicht nur eins, weil zum Beispiel bei der Aussage Lärmbelästigung habe ich ein Minus von früher und ein Plus von heute, weil man dazu sagen muss, ich habe früher Lärmbelästigung begangen und ich mache es heute jetzt noch minimal noch, aber ich habe mich verbessert, was es angeht. Die Hater haben es damals gemacht und heute, also müsste ich theoretisch sehen, zwei Minus machen, nicht nur eins, weil die Hater sich nicht darin verbessert haben. Also so gesehen habe ich sogar die Hater noch ziemlich gut. Wegkommen lassen, was das Ganze angeht. Ja, so einen netten Kerl, du. Weil man müsste das immer von früher und heute berechnen. Da wären dumme Aussagen von damals wie heute, ja, wären bei mir zwei Minusse, aber Videodiebstahl damals und heute wären auch zwei Plus, also hätte ich wieder ausgeglichen. Ähm, und bei Hausfriedensbruch habe ich damals nicht gemacht, mache ich heute auch nicht, wären zwei Plus. Also, ja. Und dann zu Sachen wie Lärmbelästigung haben die Hater damals gemacht, machen sie heute noch. Also, wären es auch zwei Minus, da ist es bei mir damals ein Plus und ein Minus, äh, weil ich ja beide Sachen rechne. Ich habe mich übrigens in meinem Stuhl zurückgelehnt, bin jetzt weiter weg vom Mikro, deswegen höre ich mich anders an. Ich habe mich zurückgelehnt und bin ja und kämpfe und kämpfe gegen dieses Video an. Ist unfassbar. Und die Hater haben dann sogar ein Minus weniger, weil ich ja nur einmal gerechnet habe bei den Hatern. Ne? Also kurz gesagt, die Hater sind wirklich gut weggekommen. Wenn man das wirklich alles verdoppeln würde von damals und heute als Einzelnes dann würden die Hater richtig ablosen. Aber richtig hart ablosen. Weil so mehr Aussagen haben sie früher gemacht, Videodiebstahl haben sie damals gemacht, Hausfriedensbruch haben sie damals gemacht, Körperverletzung gab es damals auch schon, Verschluss gegen Sprengstoffgesetz gab es damals auch schon, Lärmbelästigung natürlich auf jeden Fall, eigene Daten damals wie heute. Ja wow, jetzt wo er es das fünfte Mal vorliest, wird er jetzt auch richtig schnell. Jetzt auf 1,25 ist er ja schon fast Double Time. Heute Daten von anderen, damals wie heute, Sachbeschädigungen damals wie heute, das wäre alles doppelt gewesen. Das wäre alles doppelt so oft gewesen. Schädigung, Unbeteiligte, da habe ich, hab ich, hab ich Ihnen sogar ein Plus geschenkt, muss man dazu sagen. Nichts davon ist irgendwas wert. Das ist ja der Wahnsinn. Er, er, er redet sich da rein in sein eigenes Fantasiesystem, das, das nichts ändert. Nichts. Weil ich ja gesagt habe, ne, mit, ein, mit zwei Augen zu, einem Ohr zu ne, und so einem halben Mund kann man das noch durchrutschen lassen. Also da haben Sie sogar noch ein Plus von mir bekommen, wo Sie eigentlich gar nichts verdient hätten. Aber da gab es eben die Situation, dass sie sich da verbessert haben. Also habe ich nur die negativen Sachen von damals wie heute einfach gelassen. Muss man so auch mal sehen. Also kann sich, glaube ich, ich glaube wirklich, es kann sich keiner beschweren, dass ich ihn ungerecht behandelt habe als Hater. Weil ich habe den Hatern wirklich sehr viel Positives zugesprochen, indem ich nur einmal gerechnet und nicht zweimal gerechnet habe. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Schreibt mir bitte in die Kommentare eure Meinung rein. Dieser ja Ofen geht mir auf die Nerven. Schreibt mir in die Kommentare mal eure Meinung rein. Würde mich interessieren, ob ihr das genauso seht, ob ihr das anders seht, ob ihr vielleicht irgendwelche Kategorien noch gerne dazu gehabt hättet. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich mache in den Kommentaren auch mit, ich lese auch mal ein bisschen mit. Und da bin ich gespannt, was eure Meinung ist. Haut rein, euer Drache und tschüss. Tschü. Na, welches Outro hat der Spiegel genommen? Beste das Beste. Random ins Video reinklicken. Ja. Schämen solltest du dich. Ja, am, am, am Ende ändert das gar nichts. Das ist halt die Sache. Es ändert nichts. Überhaupt nichts. Er ist wie. Das sind ja. Wir denken uns Zahlen aus. Das ist ja. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Das ist. Wenn du, ein, wenn du im Krieg bist und du bist ein General und du hast fünf Armeen und jede Armee hat tausend Leute, dann hast du 5000 Soldaten. Und dann sagst du dir, weißt du was, ich bin ein Fuchs. Ich nehme jetzt diese fünf Armeen, a tausend Soldaten, und splitte die auf, dass jede Armee nur, nur noch 500 Soldaten hat. Und dann habe ich doppelt so viele Armeen. Vorher habe ich fünf, jetzt habe ich zehn. Ich habe ja doppelt, jetzt muss ich ja den Krieg gewinnen, weil ich habe jetzt doppelt so viele Armeen. Das ist, auf, auf diesem Level argumentieren wir hier. Er hat sich Zahlen ausgedacht, irgendwelche Wertungen, die natürlich nur er gemacht hat, ne, ist klar, keine andere Person. Er hat ja, er besaß ja die Weitsicht sogar zu sagen, er hat das noch einem Kumpel gezeigt, natürlich, er hat das noch jemandem zum Kontrolllesen gegeben. Das ist ja nicht er, ne? Sein Kumpel hat das ja bestätigt, dann muss das ja Allgemeingültigkeit haben. Und dann, denkt er sich, und dann denkt er sich Kategorien, dann denkt er sich Zahlen dafür aus. Er bewertet alles selber. Er, er ist selber besser dabei weggekommen als die Hater. Ach Gott, stellt euch vor, wie schockiert ich bin. Sitzt da mitten in der Nacht in seinem Haus und denkt sich so ein Punktesystem aus, um mir zu erklären, dass er doch besser ist. Wisst, wisst ihr, was das ist? Das ist sein Weltbild, das zusammenbricht. Jetzt mal ohne Scheiß. Sein, sein Weltbild ist gerade am kollabieren. Und ich, ich sage euch auch, warum. Er war immer der große Kämpfer. Ne? Er war immer der große Kämpfer. Sein Leben war ein Kampf. Er musste gegen die Hater kämpfen. Er musste einfach nur lange genug durchhalten, standhaft sein, dann würde er das irgendwann schaffen. Und am Ende würde alles gut werden. Das war sein Weltbild. Und dann ist, und dann fing sein Weltbild an zu bröckeln. Als eine Richterin gesagt hat, sie gehen aber jetzt mal wirklich ins Gefängnis. So, er hat ja nach dem ersten Mal, er hat ja, er ist ja einmal verurteilt worden und war auf Bewährung draußen wegen, wegen, äh, wegen Körperverletzung und ist nach Hause gegangen und hat ja eine Woche später hat er wieder jemanden geschlagen. Er hat ja einfach dort auf, weitergemacht, wo er aufgehört hat. Ich muss einfach nur weiterkämpfen. Das war jetzt nur so ein kleiner Bump, ne? so, so ein kleiner Hügel, so eine kleine Bodenwelle, aber ich bin ja immer noch auf dem richtigen Weg. Und es ging weiter und es ging weiter und es ging weiter. Und dieses Weltbild bröckelt jetzt, weil der Termin näher kommt, weil irgendwo hinten in seinem Kopf eine ganz kleine Stimme ist, die sagt, shit, wenn es jetzt schlecht läuft, dann gehst du ins Gefängnis. Dicker, du gehst wirklich ins Gefängnis. Und diese Stimme muss er runterdrücken, indem er, in, indem er, ne, indem er den, den Betonmischer in seinem Kopf wieder anmacht, wo er neuen Zement macht, um sein Weltbild wieder zu stabilisieren. Und das sind diese Videos. Und das sind diese ja, da hat er sich jetzt ein Punktesystem für ausgedacht. Damit er sich selber sagen kann, nein, das ist nicht mein Gefühl, das habe ich jetzt durch ein richtiges System, ich habe mir ein System dafür ausgedacht, das ist jetzt, für ihn ist das quasi wissenschaftlich bewiesen. Das ist für ihn jetzt ein stichfester Beweis, ein hieb und stichfester Beweis, dass er in den letzten acht Jahren besser sich besser verhalten hat als die Hater. Und dann müssen das jetzt ja auch alle anderen sehen. Ne? Das macht er, das macht er für sich selbst, damit, damit er weiter dieses Gefühl hat. so was, was was ist denn davon noch die was ist denn davon noch die ja, die Steigerung davon wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Er hat keine Leute mehr, die er fragen kann nach irgendwas. Sein Gumpel, der es gelesen hat, nein, nee, ist es nicht so. Die Was sollen denn die, die Leute, die in seinen Livestreams in dem Chat sind, die nichts sagen, weil sie Angst haben, gebannt zu werden oder so. Niemand er kann das niemandem mehr erzählen. Er kann niemandem erzählen, äh, das ist so und so. Und derjenige sagt ihm, jo Rainer, passt schon, du bist auf dem richtigen Weg. Und dann entstehen diese nächtlichen Videos. Und er muss es doch nur, es war schon immer so, er muss es doch nur oft genug sagen, dann wird es auch der, der Rest der Welt es glauben. Und jetzt hat er jetzt hat er Beweise, Leute. Jetzt ist das nicht einfach so, das, was er sagt. Jetzt können die Hater ja gar nichts dagegen sagen. Weil es ist ja nicht mehr, das ist ja nicht Reiners Meinung. Das ist ja jetzt quasi ein Fakt in Reiners verrückter Welt. Weil er hat das ja vorgerechnet, Leute. Er hat uns das ja vorgerechnet. Wow. Das ist nun wirklich, weiß nicht. Da, da, da fehlen mir jetzt gerade auch ein bisschen die Worte. Einfach wie absurd das Ganze war. Wie absurd und wie ja. Das ist auch, das ist auch so so ein bisschen wie so ein Strohhalm. Ne? Der letzte Strohhalm, an dem er sich hält. Das ist so. ne? Sein, seine Welt bröckelt halt schon gerade ein bisschen auseinander. Der weiß halt schon, dass es nicht. Sein Anwalt hat ihm ja auch gesagt, dass es in der Berufung nicht gut steht und dass die Chancen, dass er in den Knast geht, sehr viel größer sind als die Chancen, dass er noch ein freier Mann bleibt. Irgendwo in seinem Kopf weiß er das. Irgendwo in seinem Kopf weiß er, dass irgendwann in der Zukunft der Punkt sein wird, an dem er nicht mehr in diesem Haus wohnt, was, was, wo er sein ganzes Leben lang gemacht hat. Also muss. Es muss ja irgendwas geben, was ihm sagt, natürlich bist du, Rainer, natürlich bist du auf dem richtigen Weg. Du kannst gar nicht auf dem falschen Weg sein. Das sind jetzt wieder ein paar, ein paar kleine Sachen, aber auch die wirst du überleben und am Ende wirst du unbesiegt bleiben. Und da hat sich sein Gehirn einfach mal ein Punktesystem zusammengerendert, als, als Beweis dafür. Meine Güte, das ist, ja, das ist alles, das, alles, das, jedes von diesen nächtlichen Videos ist Unsicherheit. Angst vor der Zukunft, Hoffnungslosigkeit und sein Gehirn denkt sich immer wieder neue Sachen aus, das zu verarbeiten. Und heute war es mal ein Punktesystem. Und ich bin schon gespannt, was er sich nächste Woche ausdenkt. Ja. Jo, das, das war es jetzt erstmal. Ne? Ich habe es jetzt mal gerade nachgeholt. Das Video ist jetzt doch lang genug, ne? Ich, ich werde das jetzt mal so einstellen. Das kommt jetzt mal Montagmorgen um 9 Uhr kommt das. Dann habt ihr schön was für eure für, für Arbeit oder so. Und dann werden wir nächste Woche mal gucken. Wie gesagt, ich muss jetzt eine kleine, ich muss, ich habe jetzt eine kleine Auszeit gemacht. Ich war übers Wochenende weg und hatte ein bisschen viel zu tun. Die nächsten Tage gucken wir mal, was wieder kommt. Ne? Im Moment ist Rainer ja, ja ordentlich dabei, ne? Ich meine, die Gaming-Streams, die, Gaming -Streams, die können, können wir sein lassen, aber ja. Morgen ist Montag. Er wollte einen Dragon Monday machen. Er hat ja auch schon gesagt, dass er das auch schon irgendwie ein bisschen vorbereitet hat. Dann gibt es ja keinen Grund, warum morgen kein Dragon Monday kommt. Und dann macht er auch noch mal irgendwann Drache läuft. Hm? Und ich werde da sein und es kommentieren, Leute. Ich bin der vegane Jametzger. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und ich bin erstmal raus. Metal